bezahlt werden brauchen. Noch einmal bitte für alle, damit es wirklich auch in den Kopf hineinkriegt und es auch euren Familien und Freunden erklären könnt, warum. Geldschöpfung ist prinzipiell, wie sie heute funktioniert, ein Schuldscheintausch. Es ist der Tausch von Schuldscheinen. Die Bank gibt einen Schuldschein her, das ist die Generalgeld. Das Trickreiche dabei ist, dass dieses Geld am Girokonto ausschaut wie Geld. Es ist aber kein Geld. Es ist ein Bankenschuldschein. Denn die Buchung erfolgt auf der Passivseite beim Fremdkapital, Verbindlichkeit der Bank, und damit ist es ein Schuldschein. Nur trickreicherweise hat dieser Schuldschein kein Ablaufdatum. Das Giralgeld bleibt ja im Geldumlauf theoretisch ewig im Umlauf, so der Kredit nicht getilgt wird, weil dann verschwindet es ja wieder. Ja? Würde es ewig im Durchlauf bleiben, hat kein Ablaufdatum. Und es ist durch kein Vermögen gedeckt. Zum Unterschied vom Kreditnehmer, der hat auch einen Schuldschein, den er der Bank gibt, das ist sein Kreditvertrag. Und so wie der Kreditnehmer das Giralgeld weitergibt an Zahlungsstadt, verkauft die Bank den Kreditvertrag an eine andere Bank beispielsweise. Und aus dem Grund ist da keiner dem anderen noch irgendetwas schuldig. Ja? Der Kreditvertrag hat ein Ablaufdatum und ist durch Vermögen besichert vom Kreditnehmer. Bei der Bank gibt es keine Vermögenssicherheit, weil das ist Fiat-Geld, das entsteht aus einer Luftbuchung. Ja? Und es gibt auch kein Ablaufdatum. Und das ist das Gleichheitswidrige an dem Vorgang. Früher, vor hunderten von Jahren, noch vor der Französischen Revolution, kamen zwei Adelige, die viel Vermögen hatten. Also Grundstücke und Schlösser zum Beispiel. Jeder 10 Millionen, damit man was im Kopf hat. Und die hatten aber jetzt kein Geld, keine Liquidität. Dann haben die durch einen Schuldscheintausch Geld erzeugt. Da hat jeder einen Schuldschein mit 100.000 unterschrieben, hat den dem anderen gegeben, wechselseitig, und die haben diese Schuldscheine dann an Zahlungsstadt weitergegeben. Und das konnten sie tun, weil diese Schuldscheine gleich ausgestattet waren, ja, selber Betrag, und ausreichend mit Vermögen gedeckt waren. Ja, und solange die Bevölkerung und die, die den Schuldschein gekriegt haben, an die Bonität geglaubt haben, haben sie das als Zahlungsmittel verwendet. Wenn nicht, dann haben sie das präsentiert, dem Adeligen, ja, das war zum Beispiel ein Wechsel, ne, jetzt will ich Geld dafür, und dann hat er was verkaufen müssen, damit er dann Goldstücke oder was auch immer nachreichen konnte. Und heute ist das eben eine sehr asymmetrische Geschichte geworden bei den Banken, weil ihre Schuldscheine ausschauen wie Geld, das ist eben das Giralgeld, aber immer noch Schuldscheine sind, ohne Vermögensdeckung und Ablaufdatum. Und der Kreditnehmer ist halt der Dumme, weil der gezwungen wird, nach Ende der Laufzeit seines Kredits in einen anderen Schuldschein, im Giralgeld zum Beispiel, umzusteigen. Und wenn das nicht gelingt, greift die Bank auf die Sicherheit zu und enteignet. Und das ist eben die unfaire Vorgangsweise. Und es ist genau das, wovon wir jetzt ausgehen, dass es noch wahrscheinlich in diesem Sommer irgendein Gericht verbieten wird. Verbieten. Ja? Banken, Unternehmen über Kredite finanzieren. Das ist aber kein Problem, weil wie in meinen Vorträgen immer schon gesagt, wir haben alternative Möglichkeiten für Banken schon fix und fertig ausgearbeitet, wie sie Unternehmen finanzieren können, ohne Kredite zu verwenden. Ja? Können wir ihnen sofort anbieten, ist ein eigenes Geschäftsmodell für die Banken, das ist kein Problem. Ja, ist sogar für alle Beteiligten günstiger, ja, haben alle mehr davon. Das versuchen wir jetzt zu platzieren, wird die erste Stufe sein, vom Übergang dann später einmal bis zum Informationsgeld. Und wenn die Banker und vor allem die Politiker das verstanden haben, dann wird es wahrscheinlich sowieso zu einem Umdenken kommen auf breitester Ebene und wir werden es im ganzen deutschen Sprachraum umsetzen. Ja, weil die Schweiz und vor allem auch Deutschland sind schon so weit. In Deutschland sind die ganzen Prozesse sogar schon weiter als in Österreich. Also da wird sich wahrscheinlich demnächst schon bezüglich etwas machen. Ja, davon abgesehen tut sich auch im Gesundheitsbereich mit einiges. Da wird dann der Gernot noch einiges dazu sagen. Und dann haben wir natürlich großes Interesse an unseren Vereinsgründungen. Nicht nur im deutschen Sprachraum, es gibt also aus Holland mittlerweile, aus Slowenien, Südtirol, ja, gehört da auch dazu, im deutschen Sprachraum, da gibt es auch schon Anmeldungen. Und wir werden dann in absehbarer Zeit mit unserem mobilen Aufwachraum-Tournee ja, auch Ubuntu, den Ubuntu-Gedanken weiterverbreiten. Ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Ich gebe jetzt das Wort weiter an den Gernot, der wird uns gleich zur Informationsmedizin. Nein, ach, bitte, habe ich vorher noch. Wir reden ja mit Deutschland, mit der Robert. Nein, wir machen Musik einmal. Machen wir Musik. Ein Song, der Roman Partie, wie rauskommt. Ja. Als Modell, Kooperationsmodell. Von Creality, ja. Oder was? Ja. Ja, ja. Machen wir dann. Ja. Machen wir Creality nach dem nächsten Song. Genau. Die Karin sagt mir noch Hallo, schön Projekt. Genau. Eine kleine Vorbereitung, das war's dann. Okay. So. Da sind wir wieder.
Also, du kündigst das jedes Mal an, Ubuntu-Song, und ich habe jedes Mal noch nicht den selben Text. Der entwickelt sich einfach jedes Mal neu, so wie jetzt auch wieder. Aber immer schön auf 192 Hertz, Protonenresonanz. Wieder mal ein neuer spannender Tag hier mit uns und Ubuntu. Eigentlich fühlt sich's an, als sei es nur schön. Es ist auch anders. Unser Freund Harvey Andreas nun verleiden muss, ist alles andere als schön. Dabei sagt er nur die Wahrheit an unser aller Stadt. Und darum sind wir jetzt bei ihm, so wie er auch bei uns. Geiste Ubuntu, Ubuntu, ich bin bei dir sind. Im Geiste Ubuntu, Ubuntu, denn wir sind auch, weil ich bin, genau wie Andreas. Monte Cristo! Nun spiele ich noch ein bisschen weiter, aber wechsel vielleicht die Akkorde zu D-Dur. D-Dur. D-Dur hört sich gut an. D-Dur wie du. Du, Ubuntu, du bist U. Ich habe heute ganz viel auf dem Herzen. Und das versuche ich in so wenigen, wenigen Worten wie möglich rüberzubringen. Ich habe auf dem Herzen, dass wir Ubuntu TV gründen. Und was sich an Ubuntu TV alles anschließen könnte, wäre zum Beispiel Crowdfunding TV. Und ich habe vor kurzem ein Video gemacht für mein erstes Crowdfunding-Projekt. Und das nenne ich mein Crowdfunding. Das soll halt Fun machen, es soll Spaß machen. Denn diese, ich weiß nicht, wer von euch kennt überhaupt diese Crowdfunding-Plattform? Mal im Handzeichen. Wahrscheinlich Crowdfunding. Genau, sind nicht so viele, deswegen erkläre ich das mal eben. Crowdfunding kommt aus dem Englischen, also Crowdfunding. Crowdfunding, Funding heißt sowas wie Spenden, Gelder generieren. Für ein Projekt oder für eine Idee oder einfach nur für jemanden, der in Not ist oder eine Krankheit hat und Hilfe braucht, medizinische oder wie auch immer. Und Crowd ist das englische Wort für die Menge der Menschen. Ich wollte eigentlich das Volk sagen, aber ich habe schon wieder so eine neue Definition von Joe Kreisel gehört. Da passt das Wort Volk auch schon wieder nicht mehr. Also wir müssen uns echt auf scheinbar auf eine neue Sprache einigen, damit wir nicht immer unter diesen Gesetzesstatuten immer gleich in Probleme kommen. Aber da, wir sind ja kreativ, wir sind ja alle sehr kreativ und deswegen ist das, nenne ich das einfach die Menge der Menschen. Die Menge der Menschen entscheidet über ein Projekt bei diesen Crowdfunding-Plattformen, in dem sie Geld
einzahlen. Über PayPal oder über irgendwelche Systeme. Das kann 1 Euro sein, das kann 5 Euro sein, das kann auch 5.000 Euro sein oder auch 5 Millionen. Das ist eigentlich völlig egal, wie viel es ist. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Es gibt auch ein schönes Vorbild aus der Apostelgeschichte 2, aus der Bibel. Da haben nämlich alle möglichen Güter, die sie mehr hatten, als sie brauchten, einfach verkauft, zusammengeschmissen und haben dem geholfen, der es gerade nötig hatte. Das nennt man ja auch Solidargemeinschaft. Daraus sind dann irgendwann Versicherungen entstanden. Und Versicherung ist ja nun schon wieder so angstbesetzt und eigentlich auch schon wieder ein kapitalistisch völlig schräges Prinzip. Deswegen machen ja auch viele gerne mal ein bisschen Versicherungsbetrug, nennt man das dann. Das hat ursprünglich Gegenseitigkeitsvereine, wie es jetzt gibt. Ja? Gut, sag das nochmal laut, bitte. Das sind Gegenseitigkeitsvereine, so heißen die juristisch auch. Gegenseitig. Ne? Die Grazer Wechselseitige zum Beispiel. Wienerstädtische. Ja, genau. Eigentlich so. Gut. Ja, genau. Und die Crowd, bei Crowdfunding ist es aber nun so, das gibt es seit, gibt es bestimmt schon lange, aber so richtig erfolgreich ist es seit ungefähr 2008, 2009. Da werden mittlerweile Milliarden auf unserem Planeten vom Volk zu einzelnen Projekten geschoben. Und das funktioniert sehr gut, weil nämlich das Projekt selber erzeugt die Resonanz. Das läuft über Videos, am besten über Videos, deswegen finde ich Ubuntu TV auch so attraktiv, denn da funktioniert Demokratie auf einmal ganz, ganz unbürokratisch, ganz leicht und ganz simpel. Diejenigen, die von dem Video mitkriegen, sind begeistert von der Idee, irgendeiner will was machen, die Idee ist attraktiv, die bringt sogar vielleicht einen Mehrwert, einen Nutzen für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, vielleicht sogar für weniger Treibstoffkosten, weniger Energiekosten, weniger Pharmaziekosten, mehr alternative Medizinprojekte und Produkte und mehr Autarkie. Und bislang sind diese Crowdfunding für eine Solaranlage gesammelt in Kathmandu in Nepal für eine Schneiderei und die hat 18.000 Euro gekostet, hat sie auch zusammengekriegt, hat wunderbar geklappt. Nur danach muss sie dann Hunderten von einzelnen Menschen ihre Gegenleistung erstmal wieder erbringen. Also, ich weiß nicht, wie ihr im Einzelnen so tickt. Der eine oder andere sagt, ist ja auch normal, ist ja richtig so. Nur die Gegenleistung ist eigentlich ja die Solaranlage für eine bessere Welt, in dem Fall. Und die ist schon da. Die wird ja gerade durch die Crowd finanziert. Und dass man und meine Schwägerin oder die Schwester von Karin hat danach richtig zu tun gehabt, um diese ganzen einzelnen Gegengeschenke abzuarbeiten. Sie kam dann erstmal gar nicht zu dem eigentlichen Projekt. Und das möchte ich gern ändern. Der Bruder von Karin ist zufällig, ich glaube, in Europa weit einer der Fachleute für Crowdfunding überhaupt. Mit dem habe ich schon drüber gesprochen. Der findet die Idee auch gut, dass wir das ohne Gegenleistung machen, sondern das Projekt selbst schon seinen Social Impact hat. Seine Rückvergutung dadurch, dass wir was Tolles, Neues, Autarkiebringendes und Selbstermächtigendes in die Welt bringen. Und deswegen, ja, darum erzähle ich euch das. Ubuntu TV wäre so eine Geschichte, wir haben hier den Kevin sitzen, der schon eine fantastische Arbeit die ganze Zeit macht, genauso wie auch der Okitalk, der Klaus Glatzel, viele andere größere Leute kennt ihr schon, Bewusst TV, Michael oder Michael Vogt, Querdenken TV, dann gibt es Sowieso TV und so weiter. Das darf aber ruhig auch kleiner werden. Es müssen nicht immer diese großen Plattformen werden, TV, das dürfen auch lokale, kleine, regionale oder themenschwerpunktbezogene, in unserem Fall eben Ubuntu-bezogene TV-Beiträge werden. Das hatte ich ganz besonders heute auf dem Herzen, euch das mal vorzustellen, weil wenn die Crowd, also die Menschen, entscheiden, was finanziert wird, durch egal wie viel Geld der Einzelne hat, so viel wie er kann, wie er mag, wie es seinem Herzen entspricht, oder vielleicht auch dem Wert entspricht, dem er diesem Projekt im Einzelnen beimisst, dann entscheidet, ja, wirklich entscheiden die Menschen, die Menge der Menschen, demokratisch, was zustande kommt.
Den Vorschlag jetzt aufgreifen. Ja. Ich habe nämlich noch einige Vorträge, tut mir leid, aber richtig. Nein, du brauchst ja die Leitung. Das heißt Roman, bitte. Nämlich, das passt aus meiner Sicht gut dazu. Ich habe den Roman Pradibi vor einem Jahr kennengelernt. Das passt. Also, wir reden über Modelle, wir reden über Lösungen. Hallo. Ja, vielleicht fällt dir dann wieder ein paar Worte sagen, wenn wieder etwas. Ja, ja, das ist schön. Gerne. Ja. Bitte. Danke erstmal. Wir haben auch Nachmittag. Ich war von euch, waren ja jetzt dabei beim Sozialcheck und ich möchte vielleicht gleich an dein Thema direkt anschließen. Wir sind nämlich mit dem Thema drin, Crowdfunding. Creality ist, sage ich einmal, auch eine Crowdfunding-Plattform, nur gehen wir sozusagen einen Schritt vor dem Geld. Wir sagen, wir möchten gleich mit den Potenzialen der Menschen arbeiten, weil was passiert bei Geld? Menschen haben Potenziale, bringen diese Potenziale irgendwo ein, meistens in Firmen, Organisationen, bekommen dafür Geld und was machen sie dann? Sie nehmen das Geld und wandeln es wieder in Potenziale um. Und wir sagen nichts anderes, dass wir das auch ohne diesen Zwischenschritt tun können, weil ja jeder eigentlich genau über diese Dinge verfügt, die wir da alle draußen kaufen können. Und das nennen wir im Prinzip in Anlehnung an das ganze Crowdfunding Micro-Resourcing, ja? Weil wir eigentlich nur die Zwischenstufe Geld dazwischen ausschalten und dann kann jeder definieren, will er borgen, will er schenken, will er teilweise borgen. Also diese ganzen verschiedenen Formen, diese Vielfalt möchten wir ermöglichen, damit gerade für solche Ideen wie Ubuntu dann in Zukunft es möglich ist, Dinge auf die Füße zu stellen. Und da müssen wir nicht warten, bis wir das Geld haben, sondern wir selber sind schon alle die Lösungen, wir haben die Ressourcen, wir haben die ganzen Geräte zu Hause stehen, wir haben die Fähigkeiten, wir können das alles. Ja? Und wir brauchen diesen Zwischenschritt nicht, dass uns irgendeine Organisation, vornehmlich eine Bank, dann einen Schulstein von oben runterregnen lässt und sagt, okay, ihr dürft jetzt miteinander. Ja? Halt, stopp, jetzt nicht mehr. Ja? Also das ist ja gar nicht notwendig. Und zu diesem Abenteuer, sozusagen das Micro-Resourcing, möchte ich euch einladen, möchte alle einladen, die jetzt hier vielleicht nicht beim Potenzialcheck dabei waren. Ganz kurz, was ist der Potenzialcheck? Ist nichts anderes, also Check bitte ein bisschen streng, ist aber im Prinzip nichts anderes, als dass wir zusammensitzen und unsere Möglichkeiten sozusagen im Zuge eines interaktiven Prozesses kennenlernen, in die Tiefe gehen und die dann am Tisch legen, die Möglichkeiten, dann liegen sie da alle so schön am Tisch und dann kann sie jeder sehen. Das ist das, was passiert und was ja im normalen Leben so in dieser Form eher nicht passiert, weil ich kann zum Beispiel mit jemandem Kopf an Kopf arbeiten, 5 Jahre lang und weiß trotzdem nur 3 wesentliche Dinge über ihn. Ja? Oder ich gehe, keine Ahnung was, mit jemandem 5 Jahre lang Bier trinken und weiß nur 5 Dinge über diesen Menschen. Ja? Das ist eigentlich der Normalfall. Also es sind kaum mehr als 5, 6 wesentliche Potenziale, wie wir sagen. Und wenn wir das in einen Prozess bringen, dann können wir diese Möglichkeiten aufschließen und auch für euch hier, so wie ihr sitzt, für eure Unternehmungen, für eure Träume, für eure Ideale, für die Ideale, die Ubuntu hat, verfügbar machen und damit auch für andere Menschen. Und zudem lade ich euch ein, da haben wir ein bisschen eine Infrastruktur gebaut, wobei ich mich gerne mit diesem Crowdfunding-Spezialisten unterhalten würde, um da auch noch einiges zu lernen, wenn das möglich ist. Ja. Das ist zum Beispiel ein Potenzial von ihm, nämlich, dass ich jemanden kennt, der das weiß. Ja. Also nur um das einmal so her. Und das ist jetzt schon zum Beispiel für mich schon wieder ein Mehrwert, weil ich habe da zufälligerweise zugehört. Also hat es Git gemacht, ein Potenzial mehr, eine Möglichkeit mehr. Zudem lade ich euch ein und vielen Dank, dass ich doch nochmal kurz was sagen wollte. Ja. Wo findet man Creality? Natürlich unter der Homepage, das ist eh klar, creality.com und diese sogenannten Potenzialchecks, da gibt es eine ganze große Liste von Veranstaltungen von Deutschland, Österreich, geht die ganze Zeit quer durchs Land. Jeder gibt so viel, wie er mag, also gibt keinen fixen Preis. Roman, sag das mit dem Doppel-I, das ist ganz wichtig. Ach so, ja, na gut, das ist ja, das ist eine Namensdiskussion, die haben wir die ganze Zeit schon. Also das Doppel-I in Creality ist eigentlich entstanden aus historischen Gründen, also wenn ihr es ganz genau wissen wollt, ich habe verschiedene Namen zur Auswahl gehabt, bin mit meiner Tochter ins Legoland gefahren.
Und im Legoland gibt es eine Stelle, wo man sich in Legosteine Buchstaben reinbrennen oder reinlasern kann. Und weil ich ein bisschen zwanghaft bin, habe ich mir überlegt, welcher von den Namen, die ich schon im Kopf hatte, passt genau auf den Stein drauf. Und Gravity hatte nur ein I, also habe ich ein I dazugegeben, dass es sich genau ausgeht. Das ist die eine, das ist die wahre, wirkliche historische Geschichte. Und die Promotion-Geschichte ist, dass es double inspired ist. Das heißt, wir wollten so das Unkonventionelle und das, sage ich einmal, Außergewöhnliche herausstreichen und haben uns erlaubt, ein Kunstwort zu erschaffen. Ja? Also das ist so eine Geschichte. Aber Create Reality, es geht darum, dass wir selber unsere Realität gestalten können, erschaffen können. Und da müssen wir auf kein Budget warten, auf keine Bank warten, auf nichts warten, weil letztlich liefern das alles immer wir Menschen, was wir da draußen kaufen können. Also können wir es auch gleich selber machen. Dazu lade ich euch ein. Super. Okay. Ich habe leider 12 Kilo abgenommen, neue Liebe, entschuldigen Sie. Potenziale, sind ein Hammer, ich habe ein Potenzial vor 2 Monaten kennengelernt, beziehungsweise viele Leute, die ich da kenne, sind Potenzial, weil immer Potenzialverbinder. Eine Sache, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Mobiltelefon, habe ich einige von Ihnen, ja? Und Sie sind in der Lage, tagtäglich Ihren Gesundheitszustand zu erhöhen, ja? Und selbst sogenannte Regulationen zu führen. Ganz einfach. Und für mich das Geniale, nicht erfunden in Amerika, nicht in Asien, nicht in China, in Kärnten oder in Österreich. Ich darf den Michael Kugel bitten, mein Meister der Quantenmatrix, ich durfte bei ihm einige Seminare machen, das heißt, er kombiniert das und ist in der Lage, das ganz toll zu präsentieren. Und das ist ein guter Saal für uns alle. Wenn der Gernot jetzt schon alles vorgesprochen und weggesprochen hat, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel über. Ich darf Sie herzlich mal willkommen heißen. Ich habe seit 3 Jahren die Quanten-Matrix-Technik-Akademie gegründet. Wir sind auch in Wien, einmal im Monat mit unseren Kursen. Und es ist eigentlich dort die Aufgabe von einem jeden, nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst helfen zu können. Und der Gernot kommt vor 2 Monaten zu mir und sagt, du, da habe ich was ganz Tolles entdeckt und bringt mir dieses phänomenale Gerät mit und zeigt mir das. Und dann habe ich gesagt, wenn dieses Gerät meine Arbeit nachweisen kann oder die Arbeit meiner Teilnehmer nachweisen kann, dann stehe ich voll dahinter. Und als erstes sind wir dann zu Manuela Steiner nach Gas gefahren, die sich schon etwas länger beschäftigt mit diesem Gerät. Es gibt also offiziell seit Jänner, inoffiziell sind voriges Jahr schon ein paar auf dem Markt, Testgeräte auf den Markt gekommen. Und ich habe dann eine Referentin von mir mitgenommen, habe mit ihr vorher gemessen, habe diese Messpunkte genau, wir haben dann Bildschirmfotos gemacht, also so Screenshots, wie es so schön heißt, und dann kurz die Behandlung mit Quanten, auch mit Matrix. Unterschied werde ich dann nochmal erklären, wenn jemand das wissen will, ist es relativ einfach. Die Quanten sind die Übertragung von einzelnen Schwingungen und die Matrix ist die Übertragung von Schwingungspaketen. Und da ist es gegangen, dass wir im psychischen Bereich wie auch im physischen Bereich, also bei Schmerzen, gearbeitet haben. Und nach 30 Minuten war das beendet, dann haben wir noch 10 Minuten gewartet und dann haben wir eine Nachmessung gemacht. Und das war so phänomenal, was dieses Gerät dann auf einmal angezeigt hat. Es sind dort 24 Meridiane, die dort angezeigt werden, wie die sich nach 30 Minuten Quantenarbeit gleichgestellt und reguliert haben. Da muss ich eines sagen, das Gerät kann auch sehr viel, aber das braucht ungefähr für diese Arbeit fast eine Woche. Und da habe ich gesagt, ich stehe voll dahinter, weil es auch vielen hilft, die sich selbst jeden Tag regulieren und messen müssen. Und man kann da wirklich sehr viel messen und das möchte ich jetzt in einem schnellen Durchlauf, weil wir heute noch sehr viel auf dem Programm haben, Ihnen ein bisschen näher bringen. Wenn es Fragen gibt, bitte gleich einzustellen, also ich habe mich schon kurz vorgestellt. Wir kommen aus Graz, die Steirer sind heute stark vertreten, wie gesehen. Und das ist der Starkey-Pen und vorne auf diesem Pen gibt es eine Infrarotspitze und diese Infrarotspitze ist dasjenige Teil, was faktisch misst,
und auch nachher wieder gleichrichtet. Ganz kurz. Es ist ein sehr innovatives Produkt. Es ist nicht nur jetzt für Gesundheit, sondern auch für Wellness, Fitness, Lifestyle und Sie werden es auch sehen, zur Aktivierung für Sport. Ja, wenn man weiß, Gesundheit, gibt es das überhaupt? Ich glaube schon, wenn man voll dahinter steht und wenn man mit sich selbst was macht. Ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Täglicher Stress, falsche Ernährung, Existenzängste und so weiter, Burnout, Schlafstörungen, Depressionen, alles das findet statt. Und um diese Situationen leichter bewältigen zu können, kann man viele Sachen anwenden. Man kann nicht nur Quantenmatrix, man kann Prana, es gibt alles, was weiterhilft, kann und soll man anwenden. Aber es ist sehr schön, wenn man dann sieht, es tut sich auch was. Allein wenn man sieht, wie viele Billionen Zellen da hier sind und jede Zelle pro Sekunde 100.000 biochemische Reaktionen erzeugt, sieht man einmal, was sich da hier auch alles tut. Ich war vorher stolz, wie ich dieses Gerät noch nicht kannte, dass ich immer gesagt habe, unsere Arbeit kann man dadurch feststellen, dass in Stockholm eine Untersuchung gegeben hat, da wurde eine DNA in einer Luftröhre, also einer Vakuumröhre, per Quantenbehandlung informiert und hat sich auch leicht verändert, aber was das Tolle war, dass auf dem Speicherplatz dieser DNA, also ca. 70-80% frei, kann man da hier auch sehen, dass da von dem Speicherplatz auch etwas verwendet worden ist. Und das war bis jetzt also immer nur eine Erklärung, die wir selber also übernommen haben, aber die wir nicht beweisen konnten. Ziel, das Richtige dafür zu tun, ist, dass jede Zelle optimal mit Energie versorgt wird. Das ist aber ganz wichtig. Und dass diese ganzen biochemischen Prozesse reibungslos funktionieren. Weil wenn die nicht eingeschränkt werden oder blockiert sind, dann ist die Gesundheit auch relativ gut und schnell da. Die Wirkungsweise dieser Methode, die aus der DCM-Medizin stammt, ist für den ganzen Körper, für die ganzen Organe bestimmt und geht auch in den physischen Bereich hinein. Es gibt auch für die Damen dazu noch ein Beauty-Programm. Wenn man Probleme hat, wenn man mit der Leber Probleme hat oder man hat mit dem Herzen, ist ganz egal, dann schlägt sich das aber auch irgendwie wieder auf das Gesicht, zum Beispiel nieder und auf andere Stellen am Körper, die man daher mit einregulieren kann. Wir wollen Blockadendrüsen, Störfelder beseitigen und sicher diese vielen Einschränkungen verhindern und das ist mit dieser Basisstrategie sehr angenehm. Gesundheit liegt in unserer inneren Verantwortung. Und da sollten wir uns nicht verschließen, weil die Gesundheit ist für uns das Wichtigste und sie wird auch immer teurer werden. Das Sozialsystem wird sich das in diesen Preislagen nicht mehr leisten können, dass wir praktisch alles aus Arzt und, wie heißt es leider, Krankenhaus, es heißt nicht Gesundheitshaus, Krankenhaus, schöpfen können. So. Gehen wir ganz kurz in die physische Topform und psychisch ausgeglichen. Es ist erstens toll für Sport, weil es kann den Energiehaushalt für den Sportler regeln. Das heißt, wir sprechen jetzt von Feuer und von Wasser, was man ja kennt aus der chinesischen Medizin. Und dort wird es so gehandhabt, dass die Wasserreserven für den Sportler erhöht werden. Das heißt, der Sportler ist in einer Topform und ist nie ausgebaut, weil er noch immer seine Reserven hat. Und das ist eine ganz tolle Sache und fällt natürlich auch nicht unter Doping, weil eigene Steuerungen sind ja zum Glück noch erlaubt, die man bei dem Körper selbst machen kann. Wir haben da hier Biathleten Österreich, die schon seit 3 Jahren mit diesem System behandelt werden. Der Eurobic ist Extremsportler, fünffacher Rangsieger. Und da hier sehen wir das zum Beispiel bei dem Beispiel von Laktatwerten mit Pen und ohne Pen. Es bleibt, die Laktatwerte bleiben herunten, es bleibt die Herzfrequenz
im unteren, also im weiteren unteren Bereich. Und das ist natürlich dann das Geheimnis dieser ganzen Sache. Man kann da auch sehr viel, muss ich sagen, steuern mit diesem Gerät. Es geht über Infrarotmessungen. Die Messungen mit den Korrelationen sind über 90%. Das ist kaum bei medizinischen Geräten möglich. Dies ist ein Gerät, was nicht als medizinisches Gerät geführt wird, damit man sich es ad-1 einmal leisten kann und ad-2 auch nicht so strenge Vorschriften für dieses Gerät bestellen. Aber die Wirkungsweise ist phänomenal. Wird aus der alten DCM-Medizin herausgeführt, wo man Glühbirnenstäbchen oder Räucherstäbchen eben auf den Meridianpunkten aufgesetzt hat, bis ein Schmerz entstanden ist. Und dieser Schmerz, diese Zeit in Korrelation zu dem zweiten Meridian, wurde dann gemessen. Und diese ganzen Messverhältnisse haben ergeben, was sich im Körper dann abspielt. Bei dem Gerät ist es so, dass das Gerät in erster Linie messen und gleichrichten kann. Das Gehirn liegt in einem Server in Wien und es sind über 22 Millionen Daten gespeichert. Und weil man das auf einer App, am Telefon oder am Tablet herunterladen kann, werden aus den Messungen sehr viele, wirklich muss ich sagen, wahnsinnig viele Sachen herausgeleitet. Man kann erkennen, beispielsweise, ob die Pille zu stark ist, ob eine Spirale verwendet wird oder nicht, oder ob man fünf Tage vom Herzinfarkt steht. Das ist sehr übersichtlich. Funktioniert dazu, zuerst werden also an den Fingerspitzen und dann teilweise auch an den Zehenspitzen, immer wo die meridianen Endpunkte sind, gemessen. Dann wird das gesamte Messergebnis übertragen, wird ausgewertet. Das dauert ungefähr 2 Minuten und man erhaltet dann über dieses Handy, das schaut dann ungefähr so aus, also in der links, da sind jetzt 24 Meridiane komplett ausgemessen und das wären aber auch dann sehr genaue für Nicht-Spezialisten auf DCM-Daten an den Endverbraucher weitergeleitet. Es gibt sehr viele Empfehlungen. Ob das jetzt am Lebensmittelbereich ist, ob das Ernährungsbereich, also Lebensmittel- oder Anwendungsbereich ist. Und wenn ich da so wirklich mich beschäftige mit diesem Gerät, kann ich sagen, brauche ich knapp eine Stunde, dass ich alle diese Auswertungen für mich auch erlese und vielleicht auch teilweise annehme. Sehr wichtig sind die, nachher auch die Regulationen, wenn man schon jetzt mal das hat da hier, wo überall die Punkte angegeben werden, also man kann mit diesem Gerät nichts falsch machen, man kann sich ja mit dem Gerät nicht verbrennen, weil es einen automatischen Schutz gibt. Und bevor irgendein Entbrandphase entstehen würde, schaltet sich dieses Gerät aus. Es gibt dann, wie gesagt, auch mal wieder die Wettkampfregulationen und auf der rechten Seite die Zonenregulationen. Es gibt allein in einem App, das ist ein Therapeuten-App ist, gibt es 11 verschiedene Anwendungen für die Regulationen. Für die, die sich mit DCM befassen, ist es sehr eine tolle Sache, weil sie selbst noch mit diesem Gerät wirken können. Man braucht jetzt nicht unbedingt jetzt die Neuro mehr eine Viertelstunde stecken zu lassen. Die ganze Anwendung pro Meridian dauert maximal eine Minute. Da haben wir den Beauty-Bereich. Es gibt auch die Empfehlung für die Ohrakupunktur, die Reflexzonen. Hier haben wir die Liste von Lebensmitteln, empfohlene, nicht empfohlene, was darf man heiß, kalt. Es gibt auch von der Firma Starkey ein eigenes Programm, aber man ist nicht verpflichtet, jetzt diese Sachen zu nehmen. Es ist halt sehr einfach, wenn ich sage, jetzt habe ich einen Komplex, ich habe jetzt mit der Lunge in erster Linie zu tun, dann nehme ich jetzt den Lungenkomplex. Geht dann weiter noch auf die Korrelationen der Muskeln und die ganzen Empfehlungen der Chakren, die Meridiane und wie es halt so schön ist, was sich dann aus den gemeinsamen Sachen, die da drin sind, wenn der Kreislauf nicht so richtig funktioniert, dann ist das Herz der Filialmitleidenschaft gezwungen und ist dann noch was anderes dabei, dann kann man dann schon darauf hinweisen, dass man sagt, ob man da schaut,
schaut jetzt nicht besonders gut aus, du sollst jetzt wirklich was machen. Das ist so dann der Abschlusspunkt, wo man dann sagt, es gibt natürlich auch mehr Lerne, die das Sexualleben steigern und auch die Fähigkeit, die dazu ist. Das ist ein Nebenpunkt, der beachtenswert ist. Ja, überhaupt, ich bin mit vielleicht schon, wo ich über 60 bin. Nette Geschichte. Deutliche Steigerung, wie gesagt, des Wohlbefindens, verbesserte schnelle Regenerationen, Anti-Aging ist dabei. Es gibt auch noch ein Abnahmeprogramm fürs Körpergewicht, muss ich erst machen. Prävention der Gesundheitsursache und Behandlung von vielen gesundheitlichen Störungen. Das Dagi-Ben ist eigentlich der Bordcomputer für unseren Körper. Seine Geburts- und Vertriebsstätte ist in St. André in Kärnten, wie der Gernot schon gesagt hat. Es stecken in ihm über 50 Jahre Erfahrung, weil dieses Team in Kärnten Messinstrumente gebaut hat, die auf der gleichen Basis waren, aber die damals noch ungefähr im Bereich von 20.000 Euro waren und die das heute nicht mehr können, was da drinnen er macht mit seinen Apps und den Servern. Und hergestellt wird in Österreich, und ich muss sagen, ich bin stolz drauf, dass wir in Österreich so tolle Produkte haben, die auch so wirkungsvoll sind und jetzt den Weg in die ganze Welt beschreiten. Für persönliches Kennenlernen werden Vorträge gehalten und da stehen dann gerne auch die Starke-Berater zur Verfügung. Man kann mit diesem System auch etwas Geld verdienen, es ist aber nicht dieses Netzwerksystem, die sagen, wenn du was empfiehlst, dann bist du ein Clubmitglied und wenn du ein Clubmitglied brauchst du dann was dafür. Aber ich sage, reich werden kann man nicht, aber wenn man begeistert ist, empfiehlt man es gerne weiter. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn es jetzt irgendwelche Fragen gibt, stehe ich gern zur Verfügung. Die Kosten des Geräts, die Kosten dieses Gerätes, man kann dieses Gerät übers Internet bestellen, sind 799 Euro. Kennen Sie einen Starkey-Berater, Verkäufer? Gernot macht das auch. Bei ihm kostet es 690. Oder bei nein, es geht das ist nicht um Verkauf. Nein, nein, die Kosten sind. Okay, ja, die Kosten sind. Also sagen wir so, mit 690 kann man dieses Gerät erhalten. Und der App, ja, ein einzelner App für eine Person ist dabei kostenlos dabei, lebenslang. Ich möchte Folgendes dazu sagen, es sind ein paar Leute aus dem Gesundheitsbereich dabei. Ja? Kennen Sie Oberon zum Beispiel, Ski und so weiter. Diese russischen Systeme, ja? Die kosten zwischen 20, also der Timewafer kostet 30.000 Euro. Meine Ex-Freundin ist Ärztin, deswegen kenne ich das. Ja. Das müsst ihr im Vergleich einmal sich anschauen. Einfach unglaublich. Und natürlich ist so ein System, der Kollege hinten hat etwas kennt und hat das auch. Hat natürlich, ich meine, ist klar, es kostet wesentlich mehr. Aber tendenziell, ich überprüfe mich fast täglich und ich habe meinen Gesundheitsstandard wirklich gewaltig verändert. Aber mir ist es wichtig, dass ich Informationen bekomme. Das ist Open Source, das ist Ubuntu und Michael, danke. Das ist tausend der Dame, den ich große Bitte, der geht es nicht so gut. Ich meine, der Michael ist nicht nur da genial, der ist auch mit den Händen genial. Ja? Der hat mich behandelt, bis mir schlecht geworden ist, gigantisch. Ja, das Programm geht ja von der Dreipunktmethode bis zur Quantenchirurgie. Und ich muss sagen, das ist schon was Tolles, wenn man wirklich auch damit in schwierigeren Fällen helfen darf. Okay. Hast du Folder dazu einfach so? Ja, gibt es vorhin zum Tisch hin. Bitte. Ja. Ich hätte noch eine Frage, das geht ja nur über spezielle Handys. Also die App. Ja, das geht derzeit nur über die Android-Handys und die Tablets und weil nämlich Apple sehr lange braucht. Die testen das jetzt zwischen Deutschland und Amerika, wird hin und her geschickt, diese Testergebnisse. Sie sind zwar begeistert, aber sie brauchen noch. Alles Android, Android brauche ich. Ja. Meine Frage ist, ob du gläserner Mensch, wie weit dann Stichwort NSA, die Daten sind so, dass ich selbst ja, mich nicht benennen brauche. Ich kann zum Beispiel E-Punkt oder bei mir Michael Gurl M.E.Punkt, E-Punkt, ja, und ich brauche auch keine E-Mail-Adresse angeben. Bin ich allerdings jetzt bei einem Therapeuten, dann ist es ganz gut, weil ich das habe,
Ja, dann kann der Therapeut einmal mich mit seinem Programm behandeln und ich zu Hause, wenn ich die E-Mail-Adresse bekannt gebe, habe dann die gleichen Empfehlungen und das Programm auf meinem Handy an. Und wenn ich mir dann selber so einen Stick besorge, oder es gibt, ich war heute bei einer Ärztin, die DCM macht, die überlegt sich, noch einige dazu zu kaufen, einige Bands, und sagen, und das verleihe ich jetzt an meine Patienten, die noch eine Zeit lang eine Weiterbehandlung brauchen, und sich selbst, was weiß ich, einmal einen Monat lang noch mit dem aktivieren und messen und so weiter, und dann geben sie es wieder zurück, damit sie an den nächsten verdienen. Und da ist es ganz praktisch, dass man dann seine E-Mail, man kann ja imaginäre E-Mails auch nehmen, wo man sie ja nicht unbedingt total nennen muss. Aber es ist, wie gesagt, komplett anonym, wenn man das will. Mobile Health ist doch super, oder? Das entwickelt in Österreich, bitteschön. Also, ich finde das toll, vielleicht wenn doch einmal getestet werden. Genau, das ist also so, ab 4.1.1.1 geht es. Was jünger ist, da muss man aufpassen, das müsste man vorher ausprobieren. Also ältere Versionen faktisch. Und was kosten dann die verschiedenen Apps? Ne? Die Apps kosten, das, da gibt es 5 verschiedene Apps, also da gibt es dann ein Familien-App für 5 Personen, das kostet 4 Euro, dann gibt es dann ein erweitertes für das Sportler, das 11 Euro im Monat. Die kosten 5 und 7 Euro und das Therapeut-App für 500 Patienten oder Klienten, oder wie man das nennen will, kostet 11,40 Euro. Pro Monat. Pro Monat, ja. Über Apple wird es etwas teurer werden, weil die mehr verlangen. Die stellen lustigerweise die Preise vor. Also ich bin auch, bei mir ist alles Apple, aber ich war so begeistert, dass ich mich jetzt auf Samsung jetzt verdeckt habe. Und ich bin mit Samsung sehr glücklich, muss ich sagen. Danke, Michael. Vielleicht mit einer Frage, so Michael ist ja da. Ist eine Frage, wer von euch will essen? Weil das wird da ein bisschen ein Stress. Ja, dann schicke ich jemanden rein, dass wir das so organisieren, dass wir dann eine Pause machen. Gibt es Leute, die was essen wollen? Möglichkeit, ja? Und jetzt rufe ich ganz kurz an Herrn aus, der nicht damit rechnet. Ja? Bevor wir zum nächsten Gesundheitsbeitrag kommen, der Herr ist von Geier da. Und Geier ist mir seit 2 Jahren ein Anliegen. Kommst du bitte her und sagst ganz kurz, die Möglichkeit, um was geht, ich weiß, dass du nicht damit greifen darfst, aber wir leben Vielfältigkeit, freie Energie, freie Gesundheit, freier Zugang zur Gesundheit. Und jetzt haben wir einen Tag. Ja, grüß euch, ich bin der Gottfried und ich schaue, dass ich diesen spontanen Aufruf da hier meister, das ist ein Eindruck über Geier. Verein Geier hat sich 2011 gegründet mit dem Anspruch, freie Energietechnologie hier für uns alle zu ermöglichen, gestartet mit einem Projekt Wasserstoffzelle umzusetzen. Das ist schon, auch schon am weitesten. Im Jahr 2013 haben wir dann beschlossen, dass wir auch andere Bereiche, eben wie Gesundheit, Ernährung, Wissen, Bildung, Wirtschaftsinformationen hier aufnehmen, also ich nehme es jetzt einmal an, so sehr, sehr ähnlich eben wie die Ubuntu-Bewegung und ich mache für den Verein Geier die Organisationsentwicklung, einfach, dass wir die Strukturen aufbauen, dass wir uns vernetzen und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir ganz, ganz eng da uns zusammentun und gemeinsame Sache machen. Das weiß ich deswegen, ich vergesse es am Sound und Surf, 13 und 19 September, wird es in der Steiermark und die weitere Folge dann in Wien eine Veranstaltung geben, eine Großveranstaltung. Ubuntu, das Ende, also eine Welt ohne Geld, immer führend mit Franz Hörmann, das, und da ist der Herr Horst Burgstaller schon mit dabei, das ist schon im Hintergrund besprochen, vernetzt alles, Michael Klobem, also Gesundheit, freie Energie, aber bitte sogar weiter. Ja. Mal jetzt schon zum Thema freie Energietechnologie, die zwei Projekte, die da laufen, ist einerseits eben die Wasserstoffzelle. Der Stand ist, dass die vollautomatische Wasserstoffzelle einmal recht stabil läuft. Das ist ein etwa kühlschrankgroßes Gerät, wo destilliertes Wasser und Kalium hier durch elektrischen Strom aufgespaltet wird in Brownsgas. Dieses Brownsgas kann man dann anzünden und mit dem zum Beispiel schweißen, das ist Knallgas. Die zweite Anwendung, und das ist also die pragmatischere für viele von uns, wird durch einen Katalysator geströmt, das heißt, dieses Gas
wird auf der Platinoberfläche des Katalysators in heiße Luft umgewandelt. Das Abfallprodukt ist Wasser, so ein paar Tropfen Kondenswasser. Und mit dieser heißen Luft, die ca. 280 Grad hat, kann man dann über einen Luft-Wassertauscher zum Beispiel die Zentralheizung seines Hauses damit aufheizen. Ist jetzt noch nicht keine freie Energie im klassischen Sinn, weil man braucht noch immer Strom. Sofern man sie von der PV-Anlage bezieht, ist es eine Möglichkeit. Man kann es natürlich auch vom Netz betreiben. Wir gehen davon aus, dass wir kommenden Winter mehrere dieser Anlagen in österreichischen Häusern im Testversuch einmal laufen lassen und dann danach ganz konkrete Kennzahlen haben, was es denn auch hier vom Strom für eine Einsparung bringt. Eine erste Abschätzung ist, dass man pro Heizsaison ca. 30 Liter destilliertes Wasser braucht. Also das ist so das Verbrauchsgut einmal. Das zweite Projekt ist der Quantenenergiegenerator. Sicherlich haben schon viele im Internet da die Dokumentation gesehen. Ein Patent von Nikola Tesla im Jahr 1894, also doch schon einige Jahre alt. Und ja, schlussendlich ist die Zeit, dass wir das doch einmal umsetzen und flächendeckend anwenden. Es gibt Österreich, Schweiz, Deutschland schon ganz viele, die sich damit beschäftigen. Und wir vom Verein Geier haben hier ein Projekt gestartet, dass man diese Umsetzung systematisch machen, das heißt also von der Entwicklung mit gewissen Standards machen, Versuche fahren, bis hin zu einer Konstruktion, die dann auch serientauglich ist, das heißt auch die Sicherheitsaspekte berücksichtigt und dann in einer Serienproduktion für alle verfügbar ist. Da ist noch viel zu tun. Wir haben also auch von der technischen Seite dann noch einige Themen zu klären, bis wir das im Einfamilienhaus dann auch umsetzen können. Die Webseite heißt wie? www.geier-energy.com. Ich stehe auch nachher gerne zur Verfügung. Super, das ist ja auch, Sie sind, und die Leute können sich alle anschließen. Liebend gern, wie gesagt, wer Technik ist oder Organisationsentwicklung machen kann, um es irgendwie unterstützen, eben wie bei Creality hier ein Potenzial hat, dass man bei so einem Projekt einsetzen kann. Creality, also meldet euch bei mir und wir schauen, welche Funktionen wir da hier besetzen können, damit wir eben dieses Projekt schlussendlich erfolgreich durchführen. Dankeschön. Gerne. Alles Gute. So, wir lieben die Vielfältigkeit. Wir werden jetzt mit dem Bereich Gesundheit fortführen. Wir werden jetzt einmal Ruhe herholen. Das habe ich jetzt so, die habe ich die Eingebung bekommen. Dann nehmen wir fort. Du ziehst mich vor. Okay. Damen Ruhe ist mein großes Anliegen. Ich habe den Matthias Waldfleck kennengelernt vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Wir haben mittlerweile einiges erlebt. Wir machen auch schon einige Veranstaltungen. Werden weiter Veranstaltungen machen, in Graz und in Wien. Ja, Musik spielt miteinander, okay, dann werden wir so verstecken. Okay. Bitte? Ja, also essen will noch einer essen. Okay? Muss man nicht sein, Kastanien. Du weißt fangst du an, und weißt du, wie es spielt ein Lied. Und das abschließend der Dr. Peter Betzky. Ja? Danach und die Karin Gumpelmeier, meine Frau, mit den anderen ganz kurz sein, dass wir nicht nur Männer haben, weil ist mir jetzt nicht so wieder, aber ich war am Samstag jetzt auf einer Veranstaltung in der Neustadt und eine Woche vorher in Dornbirn und die sind immer die Männer. Ja? Und eigentlich wollen wir auch eine Frau einladen. Ja? Wir haben alle so viel zu sagen. Ja? Also bitte, macht's mit, bringt's euch ein, über Kreditings und die zusätzliche Möglichkeit. Jetzt machen wir den Tempel. Nein, jetzt machen wir die Gesundheit. Möchtest du nicht gleich haben oder möchtest du nach Andreas? Was ist euch? Wollt ihr mal? Andreas. Ja, Andreas. Andreas, ein Lied. Magst du? Darf ich dir bitten? Ja. Ich sage es mal. Perfekt. Mein Lieblingsfarbe. Thank you.
Nein, nein. Das ist ein Baden. Ja, Baden. Mach das! Komm! Du weißt ja nicht, was du vorhast, aber mach dir den Siegbogenkanal. Stopp mal, ihr schaut es. Natur in uns spüren,
womit wir eigentlich leben oder leben sollten, dass wir diese Strukturen in unserer Welt viel zu wenig beachten, viel zu sehr vernachlässigen, viel zu sehr uns durch dieses industrialisierte westliche Denken uns auf die Abwege führen müssen. Ironischerweise haben wir heute gehört, Folgekonsequenzen aus dieser weiblichen, natürlichen Welt, über diesen Ansatz ich jetzt ein paar Minuten spreche, wohin das führt mit diesen Maschinen, die super funktionieren, wenn man hier technische Errungenschaften draufsetzt, auf diese Erkenntnisse. Worüber ich spreche, ist Prana-Energie. Wir haben das unter verschiedenen Namen. Der Michael weiß das, er hat euch viele Aspekte von seiner Maschine euch gesagt. Das zugrunde liegende ist eine Energie, was einfach dem Universum zugrunde liegt. Das ist etwas, an dem wir immer angeschlossen sind, egal ob wir es wissen oder nicht wissen, egal ob wir es haben wollen oder nicht haben wollen, egal ob wir damit arbeiten oder nicht arbeiten. Wer in meinen Vorträgen schon war, weiß es, weil ich es ein paar Mal schon erwähnt habe, wir können uns gar nicht dem entziehen, weil wir mit jedem Atemzug atmen wir Abermillionen von Informationen ein von anderen Menschen, die sie direkt erleben. Und mit jedem Ausatmen geben wir die Information weiter, wie wir die Welt sehen. Das heißt, wir sind immer miteinander vernetzt, wir sind immer miteinander verbunden. Wir können gar nicht isoliert sein. Es ist eine reine Illusion innerhalb der Illusion. Ich sage es deswegen, weil es gibt auch keine die Wirklichkeit. Es gibt eine Wirklichkeit der Meinungen. Und deswegen gibt es so viele verschiedene Varianten. Und die, die gut sind, die sollen alle, sollen sie wahr sein, sollen sie funktionieren, sollen in Ordnung sein. Das ist ein Teil unseres Variantenreichtums. Ein Teil unserer Welt, die so viele Geschenke für uns parat hat. Wir holen sie einfach nicht ab, weil wir uns viel zu wenig damit beschäftigen, weil wir viel zu wenig nachdenken über gewisse Zusammenhänge. Zu sehr haben wir uns in diese Leichtfertigkeit von Unterhaltung, von leichten Lösungsmodellen hineintreiben lassen. Und wie ich das heute, der dabei war, am Nachmittag bei Creality, meine eine Wortmeldung, seien wir alles, was auch immer wir wollen, aber bitte seien wir nicht normal, weil normal sind die anderen. Und damit kommen wir nicht weiter. Dieses Prinzip hat bewiesen, dass es nicht funktioniert. Normal sein funktioniert nicht. Es ist vollkommen klar, dass wir ethisch sauber arbeiten, dass wir charaktervoll arbeiten, dass wir altruistisch, gesund altruistisch denken, dass wir selbstverständlich alle Gesetzmäßigkeiten und unsere Paradigmen der Gesellschaft und des Sozialwesens einhalten. Aber da ist eine gigantische Bandbreite von Freiheit. Wir sind diejenigen, die sie nicht abholen. Wir holen diese Freiheit nicht ab. Wir holen diese Informationen nicht ab. Jeder gute Vortragende weiß es. Man hat einen On-Vortrag, man hat ein Wochenendseminar, viele Leute kommen. Man kann es verschiedenartig aufbauen. Wer mich kennt, weiß, ich fange gar nicht an mit diesen PowerPoint-Sachen und so weiter. Ich will die Bilder in euch wecken. Weil ihr geht nach Hause und am Montag, am Dienstag, am Mittwoch sinkt die ganze Energie wieder zurück. Und dann kommt am nächsten Wochenende wieder. Und das ist ein Prozess, der nur ein Jojo-Effekt ist. Das weiß jeder, der schon einmal versucht hat abzunehmen und das nicht kann, weil es diese Jojo-Effekte gibt. Den Menschen liegen viele Jojo-Effekte zugrunde. Die Frauen wissen es vor allem, weil die haben einen Jojo-Effekt beim Abnehmen, was der Mensch nicht hat. Weil wenn die Frau abnimmt, kommt ein Notprogramm der Natur, wird hochgefahren, weil die Natur glaubt, es ist ein Notfall, sagt halt ein, eine Müdigkeit tritt ein. Und dann kommt immer mehr dieser Faktor dann zu einem Partner, der etwas jünger ist und der ist noch in der Therapie, als Pfleger, als Heiler ist er noch tätig, in einem Institut. Und der hat gesagt, es ist für ihn schockierend, was aus der jetzigen Generation geworden ist. Er hat Leute, die 80 Jahre alt sind, das sind eigentlich die normalen Bewohner von einem Altersheim, und das ist eigentlich diese Nachkriegsgeneration. Und viele von denen führen ihre 55, 60-jährigen Kinder im Rollstuhl durch die Gänge. Und er hat gesagt, das sind keine Einzelfälle, sondern das ist eine Entwicklung, die zunimmt. Und er sagt, Leute, was ist da passiert? Alleine, das sind so Fakten, die mich zum Nachdenken anregen. So wird natürlich bewiesen, dass was nicht stimmt. Aber da kann man ja nicht zur Tagesordnung übergehen. Da kann ich nicht sagen, man geht halt mit der letzten U-Bahn und die Vorhaben vergessen.
Da muss ich sagen, hey Leute, da muss ich da bleiben und an der Geschichte müssen wir arbeiten. Das brauchen wir gar nicht rausstellen. Das heißt, wir brauchen auch eine Lösung, wir brauchen eine Essenz von dieser Arbeit. Es ist ein Appell, dass wir nicht nur die Sachen uns anhören, wie eine Nachricht sein im Bild im Internet, sondern dass wir wirklich hergehen und in uns dieses Gefühl zu lassen, diesen Impuls, der etwas auslöst. Aber wenn ich diesen Impuls habe, der etwas auslöst, soll ich anbleiben. Denkt einmal, versucht einmal über diesen Aspekt nachzudenken. Wir haben heute wunderbare Sachen mit Kredite aufgeschrieben. Was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele, wo kann ich mir mit anderen, welche Menschen kann ich empfehlen? Wie ist es denn euch gegangen, die da dabei waren? Habt ihr die ganze Flut, die ganze Seite bei Menschen, die ihr empfehlen könnt, habt ihr die in einem sofort aufschreiben können? Oder habt ihr vielleicht schwer getan? Interessant, oder? Der Mensch hat seine Stärke in der Symbiose, der Mensch hat seine Stärke in der Vernetzung. Wieso kann ich da nicht innerhalb von 2 Minuten 100 Leute aufschreiben? Nur behindert durch die Geschwindigkeit meines Schreibens. Das sind Punkte, das hat mich zum Beispiel heute Nachmittag zum Denken angeregt, auch mich. Wie gesagt, da ist ein Potenzial noch drinnen, da ist noch viel zu wenig geleistet worden, viel zu wenig. Ein bisschen hingehen, ein bisschen zuhören, ein bisschen was machen, ein bisschen was, das geht nicht. Weil diejenigen, die dieses Szenario kreiert haben, egal ob wir jetzt in die Heilung, in die Medizin schauen, ob wir in das Finanzwesen hineinschauen, ob wir in wirtschaftliche Faktoren abseits der Ökonomie schauen, in Umweltbelangen und. Ich meine, sagt es mir ein Punkt, der nicht schon im Geist ist. Und wie kann das sein? Wir treffen uns immer öfters, immer mehr Gemeinschaften und trotzdem wird der Gegenwind nicht weniger. Also ich kann es euch sagen, einer dieser Punkte ist die Kommunikation, es ist mangelnde Kommunikation. Wir haben zu wenig gleichgeschaltete Plattformen. Das Ganze ist zu verzettelt, das ist wie die Blätter im Herbstwind. Die Plattformen müssen wesentlich größer sein, wesentlich größer, dann haben sie mehr Durchschlagskraft. Wenn einer irgendwo auf der Straße was rufen tut, wenn die Leute vorbeigehen und sie ihren Teil denken, und tut 1000 Leute stehen in einem Chor, was auch immer das ist, gleichartig ausrufen, wird der ganze Verkehr stoppen. Weil da wird man sich anhören, was da sich abspielt, wenn da 1000 Leute stehen. Das ist ein ganz schönes Getöse. Stellt euch mal diesen Unterschied vor. Versucht einmal, mit diesen Bildern mitzugehen. Ein bisschen reicht nicht. Und eine andere Geschichte, ich habe es gar nicht vorgehabt, für heute das zu sagen, aber ich habe eine Diskussion gehabt. Man darf nicht auf die negativen Dinge schauen. Das sind Sachen, die uns eingeredet worden sind. Man darf nicht sie total verzweifeln mit diesen negativen Sachen. Und nur die Gedanken drum, weil dann mache ich nichts anderes, nichts mehr Gescheites. Aber ein Notarzt, der rauskommt zu einem schweren VU mit einem Instabilen, der intubiert gehört und so weiter, der muss er sich auch anschauen, was der hat. Der muss ja mit dem auch was machen. Und wenn der Notarzt einen Status feststellt, um die Erste-Hilfemaßnahme festzulegen, dann tut er ja auch nicht die Krankheit, den Unfall, die Indisponiertheit des Verunfallten verstärken. Das heißt, ein gesunder Blick auf unsere Realität, auf unsere Meinung, für die Wirklichkeit, wie gesagt, gibt es eh nicht, ist immer gut. Weicht es denn nicht aus? Wenn Sie das Gefühl haben, dass irgendwas nicht stimmt, es ist eine der heiklen Sachen, oftmals, dass man sagt, das wird schon irgendwie funktionieren oder so. Manchmal funktioniert es, aber oftmals funktioniert es nicht. Man merkt es, wenn das Thema noch einmal kommt, dann noch einmal kommt, dann noch einmal kommt. Was aber sehr schön im Positiven bei diesem Fall ist, alle diese Bemühungen, die haben deswegen nämlich eine Erfolgsaussicht, weil unsere Gedanken in der Summe selbstverständlich die Matrix verändern. Weil es gibt nicht die Realität. Es ist ein Programm vorgeschrieben, vergleichbar mit einer Spiele-CD, wo ich in den Computer reingeben tue und dann spiele ich das durch und auf Ebene 7 bin ich gerade und die ersten 6 sind meine Vergangenheit und die nächsten bis zur Ebene 21, wo der Ritter, der glorreiche Held, die Prinzessin aus den Fängen des Drachen im obersten Stockwerk des Schlosses rettet, das habe ich noch nicht gespielt, das ist die Zukunft. Aber ich bin es noch nicht gegangen, weil das ganze Programm ist geschrieben und dreht sich auf einer CD in meinem Slot im PC hinein. Das heißt, die Art und Weise, wann und wie ich durch diesen Weg durchgehe, das ist uns überlassen. Und wenn wir kluge Gedanken, kluge Konzepte haben, dann können wir die Dinge verändern, wie wir es wollen. Aber wir müssen gleichgeschaltet das machen. Weil wenn einer sagt, das magst du was jetzt tut hier rein, und der andere sagt gleichzeitig nein, in die andere Richtung, dann geht es nicht. Das heißt, dieses
symbiotische, wo wirklich in einem kollektiven, funktionierenden Netzwerk zusammengearbeitet wird. Das ist ein Appell, weil ich mir angeschaut habe, wo sind die Schwachstellen in unserem System. Und die Schwachstellen sind immer wir, weil wir sind das System, wir der Mensch. Und wir müssen unsere Schwachstellen, die sind genau definiert. Und das ist meistens Bequemlichkeit. Ja? Ignoranz und alles, was so dazukommen wird. Oder ein berühmter Ausdruck, Prokrastination. Jeder von euch weiß, was dieser Ausdruck beschreibt. Keiner von euch wird kennen Prokrastination, den Ausdruck an sich. Aber jeder von euch kennt es, die Auswirkung. Man hat mehrere Sachen zu machen und da steht an der Prioritätenliste etwas, was total wichtig zum Erledigen ist, aber das will man nicht machen, das taugt einem nicht. Und dann macht man mit dem nächsten Punkt weiter und lässt es schleifen. Obwohl es ein ganz wichtiger Punkt ist, der als nächstes abgearbeitet gehört hätte. Das ist Prokrastination. Die meisten von uns haben dieses Thema. Ich hab's auch. Es gibt ein drittes auszuhebeln, man macht sich selber ein Geschenk. Man sagt, wenn ich das erledigt habe, mache ich mir ein schönes Geschenk. Das funktioniert, man kann sich selber beschenken. Das funktioniert wirklich. Ich sage immer gerne so ein paar Tricks, damit ihr das mit nach Hause nehmen könnt und andenken könnt. Damit das nicht nur so im Ratio bleibt, sondern dass es das wirklich integriert wird in den Körper, mit dem man da jetzt ein Leben lang herumgurken will. Habt keine Angst vor dem Zweifel. Wenn ihr Zweifel habt, dann nur sagt, der Zweifel ist ein Vergrößerungsglas. Da ist ein großer Unterschied zum Verzweifeln. Das Verzweifeln ist das, wo das Problem Ärger gemacht wird, weil ich in dieser Schleife drinnen bleibe. Beim Verzweifeln. Aber der Zweifel ist ein Vergrößerungsglas. Wenn ich was einkaufen tue, ich sage euch ein klassisches Beispiel. Ich gehe da zum Billa einkaufen um die Ecke und sehe ein Produkt. Und ich denke mir, das gefällt mir. Das hat ein gutes Label und das Graphic Design ist fein und so weiter. Und dann habe ich aber einen Zweifel an den Inhaltsstoffen. Und ich lese mir das durch und dann sehe ich, dass da E-Nummern drinnen sind, die untolerierbar für mich sind. Dann lasse ich das weg. Dann lasse ich das im Regal drinnen stehen. Das ist ein gesunder Zweifel. Aber deswegen werde ich nicht verzweifeln. Deswegen werde ich nicht den Filialleiter holen und die Angestellten fertig machen und an der Kasse noch einmal einen Radau schlagen. Das wäre Verzweifeln. Ja? Versteht ihr diesen Unterschied? Der Zweifel ist ein Vergrößerungsglas. Und man könnte jetzt sagen, wenn Energie Information ist, ist der Zweifel die Frage dazu. Durch Zweifel wird eine Frage gestellt und durch Energie wird die Information geliefert. Wir haben alle einen Zweifel, ob das Finanzsystem funktioniert. Wir haben auch nicht einen Zweifel von euch. Obwohl die meisten von euch genau wissen, dank Franz Hörmann, dass wir ein riesen Systemfehler haben. Ihr habt trotzdem Zweifel und wollt wissen, was passiert mit euch am Geld auf der Bank, was passiert, wer Geld zu Hause hat. Ist das dasselbe wie in den 30er Jahren, dass das über Nacht für verboten erklärt worden ist? Der Handel und der Besitz von Gold. Was gibt es wirklich, dass Leute Geld auf der Bank haben? Bitte ehrlich. Die ältere Generation, ja, die haben sich noch schocken können, die jetzige nicht. Die jetzige nicht, nein. Ich weiß nicht, was der genaue Wert ist, aber vor wenigen Jahren waren es 85% unserer Arbeitsleistung, dass die nur ins Zinssystem gehen. Das heißt, es ist eigentlich für ein nicht vorhandenes System, für eine Fiktion, wird 85% unserer Leistung abgesagt. Ich meine, da sage ich, da steige ich doch aus, oder? Es ist aber nicht einfach, das Ganze, weil ich weiß es, mir haben sie es gesagt, 85, 86 habe ich hinter verschlossenen Türen der Presseagentur zum ersten Mal davon gehört, von diesen Problemen, weil ich ja in dieses System hineingesaugt worden bin. Und die haben mir gesagt, Matthias, du brauchst keine Pension mehr, sondern du wirst einmal kein Geld rausgeben. Es wird bei dir nicht mehr funktionieren. Du gehörst schon zur Generation, die nichts mehr kriegt. Was glaubst du, was ich gemacht habe? Ich habe die Gewerbescheine ruhig gemeldet, Mitte der 90er Jahre. Ich habe mich abgemeldet aus dem System, weil ich das recherchiert habe, 2 Jahre lang, und ich war erschüttert, aber ich habe Beweise gefunden, dass das tatsächlich in diese Richtung laufen wird. Was weiß ich heutzutage, fast 20 Jahre später, es ist tatsächlich so. Ich habe heute in der Florianigasse einen guten Freund besucht, von mir ist er Goldschmidt, der Stefan Heiner. Der hat gesagt, er ist ab heuer, wie man mit seinem Zeit, er ist total stolz, das Geschäft lässt er auf, er hat es geschafft, dass er in Pension geht. Er hat 40 Jahre eingezahlt. Wisst ihr, was er rauskriegt? Er hat normal eingezahlt, was Vorschrift war. 840 Euro. Dann sage ich, gratuliere. Das ist ja tatsächlich über dem Existenzminimum. Das ist ja tolle Leistung. Für 40 Jahre einzahlen.
Wer würde sagen, dass da noch irgendwas stimmen kann in dem System? Ja, ich glaube, da müssen wir mehr dazu wissen. Das ist ein bisschen eigenartig. Er hat nie Abkürze gemacht. Er hat gesagt, er war selbstständig, aber ein Goldschmied, und diese Geschichte, was mit der Versicherung, hat sie erst eine finden müssen, das waren die Niederösterreicher, wo er viele, viele Jahre lang seine Pensionsversicherung eingezahlt hat. Und die waren pleite. Hört man das alles erzählt? Ich glaube, das war nicht eingeweiht, dass das Finanzthema nicht meins ist. Ja. Ich bringe dich gerne mit ihm zusammen, erzählt dir das aus eigenem Mund. Nein, ich zweifle nicht daran, dass, was du sagst, dass es wahr ist, aber müsste Zusatzinformationen bekommen. Das begründen, ein bisschen mehr. Eine Grundstruktur von unserer Zelle ist eine Grundstruktur, was in unserem ganzen Leben läuft. Und zwar sind es diese Dreiheit von Ordnung, Rhythmus und Kommunikation. Wenn wir in unserem Leben ein Problem haben, braucht es Ihnen nachschauen, an mindestens einer dieser Stellen gibt es einen Mangel. Ordnung, Rhythmus, Kommunikation. Eine Unordnung im Leben, in der Gesundheit fängt schon an, wenn ich denaturiertes Essen zu mir nehme, beginnt die Unordnung im Dasein. So schnell geht es. Und da beginnt sich eine Spirale zu drehen. Weil entweder muss ich ständig eine Energie abgeben, um diesen Mangel zu kompensieren, oder es geht sogar so weit, dass hier potenziell angelegte psychische Schwächen plötzlich zu einem massiveren Krankheitsausbruch führen können, wo ich dann sogar noch unmittelbarer eine Energie hinschicken muss, um das wieder auszugleichen und wieder in die Gesundung zu kommen. Wir leben in einer Zeit, ich weiß nicht, ob ich das für einige noch sagen muss. Ich erwähne es jetzt, aber es ist eigentlich immer ein Satz. Früher, vor zig Jahren noch, haben wir ein Übermaß an Nährstoffen aus den Feldern, aus den normalen Früchten gehabt und ein normales Maß an Belastung. Heutzutage, das hat sich diametral hat sich das verändert, haben wir ein Übermaß an Belastungen und zwar in einer Art und Weise, wo wir das in den letzten Generationen nicht einmal einen Anhauch irgendwie hatten und die Felder des Wissens sind ausgelaugt. Und aus diesem Grund ist es für viele Leute total schwer, grundsätzliche Stärken allein vom Immunsystem, das baut hauptsächlich auf dem Vitamin C auf, und das ist extrem flüchtig und kaum mehr Wahrheiten drinnen, ja, noch abzusichern. Und wenn einmal das Immunsystem runterrasselt, dann wisst ihr, sind schweren Krankheiten, allen voran natürlich Fehlinformationen, Krebs, ja, Tür und Tor geöffnet. Das ist jetzt einmal ein ganz vereinfachter Blick auf diese Sachen. Wenn ich Kinder habe, erziehe ich die Kinder zu einem gesunden Denken, zu einer gesunden Verhaltensweise, wenn ich das heutzutage überhaupt nicht schaffe. Wisst ihr übrigens, dass bei den Nachwuchsklavierspielern es so ein Problem gibt, dass die mit dem Ringfinger die Tasten anschlagen, dass in der Zwischenzeit auf einer Universität in Deutschland das untersucht worden ist, wieso das so ist? Habt ihr das gewusst? Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Denkt an das Kurioseste und Lachhafteste, es ist tatsächlich die Lösung. Oder das Forschungsergebnis. Warum haben die Kinder echt ein Problem, sauber mit allen Fingern gleichmäßig schon anschauen zu können? Zum Handy essen, genau. Nein. Aber ich habe ein Handy. Das sind sie auf den Handys. Das ist nur der Daumen. Das kannst du im Gehirn, im Gehirnareal, die synaptischen Verbindungen sind tatsächlich stärker auf den Daumen. Das ist absurd. Das ist völlig absurd. Und das sind Dinge, die gesund sind, weil die Gehirn, wie Klavier spielen, weil, oder wenn man mit 10-Fingersystem ein Keyboard schreiben wird, weil diese Gehirnvernetzung stattfinden wird. Wer das bewusst trainieren möchte, tut es einmal versuchen, bei Sachen, mit denen ihr langsam anfangen wird, links zu machen und sein Rechtshändersatz oder vice versa. Kochen zum Beispiel mit der linken Hand umrühren. Oder dass ihr mal das Besteck tauschen tut. Das ist dann schon schwerer. Gabel mit Messer. Versucht es einmal in Ruhe zu Hause. Wenn keiner zuschaut, im Restaurant ist vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt. Aber um einmal zu erkennen, wo wir ein Potenzial liegen lassen. Mit dem Körper ist das egal. Der Körper sagt, ich mach das einfach. Wenn du einem Kind sagst, möchtest du Einrad fahren? Ja, klar. Das hat es 15 Mal auf und dann fährt das Kind. Das hat es öfters auf natürlich. Aber das steigt auf und fährt, weil es möchte. Und was macht der Körper? Er zieht dann nach, er macht es. Es funktioniert. Das ganze neuronale System und die ganze Umsetzung der Biochemie, das funktioniert.
das Adenosin-Trifos hat sagt nicht, ich will da jetzt nicht da hinein. Dem ist es egal, das Kind sitzt da drauf und fort mit dem Einrad. Das sind unsere Entscheidungen. Und ein Kind tut sich da leichter. Ein Erwachsener sagt, nein, jetzt habe ich mich schon angehört, jetzt muss ich kochen, dann muss ich das machen. Es gibt immer wieder diese, ihr kennt es alle. Aber genau das ist der Grund, warum wir nicht weiterkommen. Oder warum so langsam das läuft. Wir brauchen eine Freude. Das sind diese schönen Momente, wo der Andreas uns das so liebevoll vorsingt mit seiner außerordentlichen Leistung. Und das ist aber das, wo wir einen zusätzlichen Rückenwind bekommen. Aber auch auf den Weg machen müssen wir uns selber. Wir selber müssen in unser Vehikel einsteigen und sagen, jetzt fahre ich, und wenn es eine weite Strecke ist, weil ich will wo ankommen. Ich will nicht da herumrucken und immer der Spielball sein von Energien, über die mich zwar aufregt, aber gegen die ich überhaupt nichts unternehmen tue. Und das dagegen unternehmen ist weniger gemeint, dass man dagegen ankämpfen tut. Bei einem Kampf gibt es immer zwei Verlierer, einen stärkeren und einen schwächeren. Sondern dass man wirklich mit Klugheit, und der Mensch ist wesentlich intelligenter und klüger, als man glauben sollte. Er lässt einfach nur nicht zu. Wenn ich den ganzen Tag, seid mir nicht böse, dass ich da immer wieder eine heilige Kuh schlachte, aber wenn ich den ganzen Tag in den Fernseher reinschaue, es ist eine Katastrophe. Ich habe 10 Jahre für den ORF Landesstudio Brunngang gearbeitet, als Filmproduzent. Ich habe keinen Fernseher mehr seit 15 Jahren. Es ist, der Unterschied ist ein Wahnsinn. Gerade am Anfang spürt man das. Du drückst nicht auf den Knopf, sondern du machst was für dich am Abend. Sei das jetzt mit oder ohne Partnerschaft. Es gibt Dinge, die viel, 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 viel schöner sind und wertvoller im Leben. Und das sind so Momente, die versuche ich doch vor Augen zu führen, dass es manchmal nur einen kleinen Impuls braucht, einen kleinen Schritt auf die Seite, um wieder in der Spur zu sein. Und die Veränderungen, von wo kommen die? Franz Hörmann, Quelle, Salur und so weiter, die helfen uns dabei. Aber noch einmal, der Ansatz kommt von uns. Wir sind diejenigen, die uns auf den Weg machen. Habt ihr eine Frage? Was? Also, Fragen bitte nur stellen. Du bist dann noch anschließend da, gell? Auch für den Damanur, für das Damanurhaus oder den Tempel in Wien. Oder kann man das bezeichnen, die Kapelle? Das tut die Leute. Nein. Wir haben keine Kapelle. Damanurhaus. Religionentrainer, merkst du das? Okay. Wir haben Qualität verbindet, aber Religionentrainer. Gut, okay. Und wir brauchen nichts mehr trainen. Das. dann sage ich, wenn du willst, dass ich jetzt einen Doppelpunkt, einen Schlusspunkt. Wisst ihr, warum man einen Löffel fliegen kann? Wer von euch hat das schon mal versucht? Versucht, aber nicht gelungen. Weißt du, wann es funktioniert? Bitte sag's mir. Wenn du dich verbiegst. Bitte? Nein. So ähnlich wie Matrix, weißt du? Kommt darauf an, was aus der Matrix du aufgreifst, aus den Filmen, gell? Der, die Wachowskis haben uns da sehr viel verraten, vor allem im ersten Teil, ja? Sag's, auf was will ich hinaus? Nein, nein, also es geht darum, nicht der Löffel, sondern du wirst zum Löffel. Der Löffel existiert nicht. Ja, so ist es. Er existiert nicht. Es ist meine Sicht der Dinge und ich sehe ihn jetzt geboren. Und in dem Moment birgt er sie nämlich tatsächlich. Das ist nämlich das Interessante. Aber der Weg, aus zig Jahren vielleicht, je nachdem wie alt wir sind, zu erkennen, dass das Ding, was hundertprozentig da ist, in Wirklichkeit nicht existiert. Dass es nur Illusion ist. Das ist durchschauen der Meier. Das kennen nur wenige, deswegen kann nicht jeder einen Löffel bilden. Deswegen sind die Leute, verkaufen sie um viel Geld, die das können. Sie haben einfach nur die Matrix durchschaut. Das kann aber jeder, wir sind keine besonderen Menschen. Wir sind alle besonders. Ja. Manchmal besonders wertvoll und manchmal besonders dumm. Kannst du das jetzt zeigen, so einen Löffel? Nein, ich fühle das nicht vor. Okay. Nein, ich fühle das nicht vor. Weißt du warum? Erstens habe ich das jetzt gar nicht echt geübt. Ja? Wir haben es in Versuchen schon gemacht, aber das musst du üben. Das ist genauso, kennst du diese Bilder, die habe ich manchmal bei meinen Vorträgen mit, wenn du das mit einem forschenden Blick anschaust, du kriegst es ganz knapp vor die Augen und dann gibst du es langsam weg und dann siehst du es auf einmal dreidimensional. Ein ähnlicher Effekt ist das, dass du das durchschaust. Ja? Von der Art und Weise des Herangehens. Manche Menschen bringen das zusammen, sie müssen es wissen und müssen es üben und dann geht es. Und du musst mit dem arbeiten und am besten sind das völlig ruhige Momente, wo du mal das üben tust, diese Geschichte. Weil du erkennst es in dir selber. Alles, was du anderen vorführst, ist das Ego schon wieder eingeschaltet.
Dann zieht den Löffel nur ich dann verbogen oder andere auch. Ah, der ist verbogen, der wird weich und größer. Der löst sich auch. Aber du hast einen ziemlichen Weg hinter dir, weil du ja die ganze Matrix verbinden kannst. Die betrifft aber andere Leute auch. Du lernst, und das ist eigentlich der längere Weg, mit den Konsequenzen, mit der Verantwortung umzugehen. Weil andere, die mit dir in Kontakt sind, leben in deiner Wirklichkeit, wenn du sie verbiegst. Verbiegst, unter Anführungszeichen. Das tust du aber. Wir alle verbiegen die Wirklichkeit. Wir verbiegen die Wirklichkeit der Bankster zugunsten einer uns angenehmeren Realität. Das ist das, was wir eigentlich da machen. Habt ihr das schon mal so überlegt? Wir sagen, die haben Unrecht. Weil das, was sie tun, spüren wir als unangenehm. Wir wollen das Unangenehme nicht mehr weiter empfinden. Wir wollen eine andere Realität. Deswegen setzen wir uns zusammen und sagen, was für einen überhaupt? Und viele müssen einmal auf die Sprünge gebracht werden, um zu sagen, hey, da gibt es die Variante oder die. Und da müssen wir uns kollektiv entscheiden, weil wir miteinander zusammenarbeiten müssen, sonst hast du lauter Parallelwelten nebeneinander, die nicht funktionieren, die interferieren. Das ist wie in der Musik eine Schwebung. Das kann zusammenpassen, muss aber nicht zusammenpassen. Und dann gehört dieses Projekt ordentlich schön betreut. Immer gemacht. Wie die Magier, die was wirklich dann einen Löffel biegen können. Das machen die jeden Abend. Der lebt in dieser Welt, der macht das wirklich. Okay. Gut, ich sage euch herzlichen Dank. Gibt es dann Leute, die an weiteren Damen-Hur-Vorträgen unabhängig von Ubuntu Interesse hätten? Wir schicken es aus einfach. Wir schicken es aus, super. Wir haben bitte die Namensliste da, also diese Teilnehmerliste da ergänzen. Wir machen jetzt einmal kurze Pause. Kleine Kredenzen, dann ist die. Vielleicht kann in der Pause der Andreas ein bisschen klimpern. Ja. Kannst du mir das Kabel lassen? Dann nach der Pause wird die Karin kurz über ein Projekt sprechen. Abschließend ist dann der Dr. Peter Penzke. Ich werde mich aber in der Zwischenzeit verschüssen, weil ich nicht. Ja. Kannst du einfach seit 10 Tagen unterwegs bin und das mir einfach too much ist. Aber Franz Hörmer wird da vielleicht zum Schluss noch was sagen zu euch. Ich möchte fragen, wer noch Essen bestellen soll. Bitte! Reis tun. Danke. Also bei den Vorträgen, wo ich letzte Zeit immer bin, oder überall, wo ich bin. Also eigentlich ist es immer... Meinst du, die kurzzeitigen Erfahrungen, die du gesammelt hast, die kann man umlegen auf die ganze Ewigkeit und so? Das ist gut gesagt. Kurzzeitig sein können, deine Erfahrungen nicht gesammelt, geht ja aus deiner Jugend her. Alles vorbei, kommt alle wieder rein. Ja, die Pause ist vorbei. Warum kommen alle wieder rein? Alle! Oh. Ja, die Pause ist vorbei. Warum kommen alle wieder rein? Pause ist vorbei. Darum kommt alle wieder rein. Diese endlange Pause. Komm schon alle wieder rein. Und das Reinkommen wird immer länger und immer länger. Weil es so schön ist, von da draußen das zu hören. Oh, wir sollen nochmal singen. Die Pause ist vorbei. Thank you.
mehr kommen nicht, zwei, drei, die hier noch so stehen. Ich glaube, mehr kommen nicht. Ein paar sind schon gefahren. Ich bin im Test. Das ist mir nicht so deutlich anmerkend, aber... Im Internet schaut es dann wieder 5.000. Also da sind dann die Leute. Das erste Ubuntu-Treffen haben 8.000 Leute sich angeschaut. Ja gut, okay. Das ist schlecht, aber... Ja, ich möchte auch keine virtuelle Freunde haben, aber ich bin nicht genau dabei. Ich habe keinen Account, da bin ich stolz drauf, sondern habe keine virtuelle. Ich mache es auch nur noch, um ein bisschen noch zum Beispiel auch meine Eltern noch kaufen zu wenden. Aber sonst möchte ich auch nur noch im Jetzt leben. Hast du das gewusst, dass die heutige Jugend viel mehr Bewegung macht als früher? Weil früher haben sie das nicht gemacht. Ja, du kennst auch jetzt nur die Jugend, die jetzt hier immer da ist. Also ich kenne auch. Ja, das ist richtig. Ja. Du hast mich durchschaut. Ja. Ja, die Pause ist vorbei und anscheinend geht es draußen jetzt weiter. Na. Und bist du mit dem 80er kommen, weil beim 70er hat heute keine Zeit gehabt. Bist du mit dem 80er kommen? Ja, das sind ja noch über 25 Jahre. Ja, das ist Ihr wisst ja schon,
Dazu gibt es ein Buch von einem der Präsidenten von Global Friends GmbH. Das ist zufällig das Plattenlabel auch Global Friends Music, wo ich auch bin. Ich habe immer gehört, es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Das ist nämlich der Andreas Koch und das Buch, so wie hier drauf steht, Selbstrevolution, die Antwort auf eine globale Herausforderung. Also da ist das Wort Problem auch schon ausgetauscht gegen Herausforderung. Die Chinesen sagen ja Krise dazu, ne? Und das heißt dann Chance. Das ist eigentlich alles dasselbe. Es geht immer um Selbstrevolution. Das kann man bei mir erstehen in der Pause oder irgendwie, ich glaube 20 Euro. Und, Achso, ich glaube erstehen und nicht kaufen. Erstehen und kaufen, wie du das möchtest. Wie lange muss ich stehen? Ich sag ja immer, nur wer aufsteht, kann sich widersetzen. Ja, kann sich widersetzen. Bravo! Und das hier ist 10 Stunden Material vom Ereignishorizont-Kongress aus Heidenheim vom 7. September letztes Jahr. 10 Stunden Material mit ganz tollen Rednern wie Michael Tellinger zum Beispiel, der Majid Al, den ich mal nicht aussprechen kann, der das Desert Greening macht, also die Wüstenbegrünung über Orgon. Mit Bernd Senf gemeinsam. Mit Bernd Senf gemeinsam. Dann Professor Sam Osmanagic, der mit den bosnischen Pyramiden. Andreas Popp, ist ja auch einigen bekannt. Dieter Hochleitner, der jetzt schon 8 Jahre lang nur von Lichtnahrung lebt, also nichts mehr isst. Dann ist, sondern noch ganz viele, Ehrlich von Däniken, Michael Tellinger hat es schon genannt, Professor Klaus Turtur, der die Raumenergie nachgewiesen hat. Dann Andreas Beutel mit der heiligen Geometrie, der ja auch Schüler von Grünwald-Melchisedek ist, der auch hier mit drauf ist, der Grünwald-Melchisedek. 10 Stunden Material, auch nur 20 Euro. Kann man auch erstehen. Ja, 20 Euro. Kostet normalerweise, oder hat am Anfang gekostet 59 Euro, ist auch gerechtfertigt bei so viel Material. Nun kommt meine Frau. Da stieg's mit 59, ne? Karin Gruppelmeier, wer sie nicht kennt, Karin Gruppelmeier. Die sind 20, 16 und 8. Und für den 8-Jährigen ist es halt doch noch so, dass wir einen brauchen. Die anderen beiden liegen nicht bei uns. Und dafür lebt der Kevin jetzt viel bei uns. Und das ist so ein Ersatz. Und das ist auch recht schön für unseren Felix. Hat aber dann doch den ganz deutlichen Impuls, dass ich heute kommen soll und auch noch was sagen möchte. Der Gernot teilt mir immer ein, der sagt: Oh, sagst du was, machst du was? Sag, ja, okay, machen wir immer. Ich sage einmal zuerst die 2, 3 Sachen, die sachlichen Sachen, sagen wir jetzt einmal richtig. Also ich habe nicht gesagt, die Glocke telefoniert im Vesper Verlag, das Buch Ubuntu auf Deutsch. Ich habe es vorher gelesen mit dem Franz Hörmann, der hat die ersten 200 Seiten gelesen. Und dann kam er mit weiter, weil er halt ständig für uns unterwegs ist. Und dann hat dieser Bimmel schon ein bisschen Stress gehabt und irgendwie habe ich es 4 Tage vorher dann doch noch bekommen, das Buch. Und dann habe ich es einfach in 4 Tage gelesen. Und ich bin so froh, weil ich hätte mich durch manches niemals durchgelesen, weil es ganz toll aufgebaut ist. Es ist sehr, sehr viele Fakten, sehr viele Details, aber es ist an alles gedacht. Es wurde nichts ausgelassen und es kommt am 8. Juli auf den Markt. Ich bin ganz, ganz froh, gerade für Ubuntu, und da habe ich jetzt viel darüber nachgedacht, was wir hier tun, immer wieder, auch warum wir uns treffen und was wollen wir. Ich war jetzt in einigen Facebook-Gruppen zum Thema Courtesy Notice und Freeman, ich war beim Joe Kreisel beim Sonnenfeuer, da gab es ganz viele Sovereigns, die waren alle ein Souverän und sie waren alle Freemans und eine Freewoman und lauter Superhelden unterwegs oder viele tolle Leute. Und ich war jetzt in einigen dieser Facebook-Gruppen und die haben dann auch ausgetauscht über das, was wir da machen. Und das war sehr spannend. Was denn das sein soll und was denn das, ob das eine Sekte ist und was denn der Michael Tellinger jetzt eigentlich, der hat
Afrika und ob wir jetzt gleich mit Flower Power wieder von vorne anfangen. Und die lustigsten Sachen sind gestanden. Und ich wurde jetzt, ich habe das dann immer jetzt sehr sachlich erklärt, worum es bei Ubuntu gehen könnte. Und ja, und ob das was mit OPPT zu tun hat und mit, ja, es geht es da nur ums Geld oder dass wir geldlos leben. Und ich wurde jetzt einfach gestern oder vorgestern dann rausgeschmissen aus so einer Gruppe, weil ich einfach sehr sachlich gefragt habe, immer wieder und nur einmal. Aber ich habe gemerkt, auch innerhalb dieser Gruppierungen gibt es so etwas wie, wir sind die Besten, wenn nur wir kennen uns aus. Und wenn die so einen Spaß machen da und dann redet der Arzt halt auch noch und dann reden sie wieder über Gesundheit und dann reden sie wieder über, wir lieben uns alle und dann kommen da so komische Leute und so für Alternative und also ich habe gemerkt, das beschäftigt sehr. Und es ist schon jetzt auch eine Frage, was wollen wir wirklich machen? Wir haben von Creativity gesprochen. Wir gehen ja mit dem mobilen Aufwachraum auf Tour, da wird gerade heftigst gearbeitet und sehr viel. Und ich hatte heute mit Harvey Friedman Kontakt. Und es ist schon so, dass wir uns auch in Bereiche begeben mit all diesen Themen, wo wir uns in sehr vielen, und zwar die es wirklich Sorgen haben, scheinbar, nicht beliebt machen. Und es dreht sich recht schön am warmen Kamin vom Schneesturm. Da kann man super drüber, wie das romantisch sein kann im Schneesturm. Und ich habe lange für die Pharma gearbeitet, ich habe lange Zeit vermisste Kinder gesucht. Ich habe im Bereich in der Forschung, in bewegter Frequenzforschung, wo ich in Serie gesehen habe, wie Existenzen, Leben und Firmen und Teams und Technologien vernichtet wurden. Und davon reden wir auch. Das ist einfach so. Ich bin nicht der Meinung, dass man Panik machen soll, aber wir müssen dann wissen, das gibt es auch, das beschäftigt uns. Deswegen holen wir uns neue. Und das heißt, wir sollten, mir ist das manches Mal, ich muss mich jetzt nicht darin richten, ehrlich gesagt, mir ist das oft ein bisschen zu laut. Das muss ich jetzt als Frau einfach sagen, wenn die Männer immer Detektiv spielen. Und dann haben wir wieder den aufgedeckt, zweifelsfrei gehört das dazu. Dann haben wir die Bösen wieder rausgekommen und diese Machenschaften, die gibt es auch. Und es ist einfach so ein Detektivspiel auf Erwachsenenniveau. Völlig berechtigt, keine Frage. Die Leute, die darunter leiden, sind froh, der eine Stärke hat, der hat die heilige Pflicht, diese einzusetzen, für die sie es nicht haben. Und da reden wir vom souveränen Integral zwar, mein Mann und ich, aber wer noch nie was davon gehört hat, der ist froh, wenn er, wir haben alle im Kampf einen Weg bekommen und war auch froh um jede Information, um jede geduldige, liebevolle Hilfestellung. Und deswegen sind wir da jetzt einfach dran. Und was mir definitiv fehlt, ist auch so was wie ein konstruktives Pool. Also so ein Pool, wo wir alle unsere Ideen reingeben. Brainstorming einfach auf Facebook zum Beispiel. Wer sucht was, wer möchte was, was hat er für Ideen? Und das darf ungefiltert rein. Einfach in die Gruppe. Weil ich weiß ja gar nicht, ich habe jetzt den Boris kennengelernt und wir sind draufgekommen, wir haben so diese gemeinsamen Vorstellungen, die ihr vielleicht da helfen und da helfen und da helfen. Einfach einmal, dass wir uns definitiv einfach einen Raum nehmen, zum Beispiel im Internet. Dass wir das einfach einmal machen. Aber viel wichtiger ist das, was in uns passiert und wir leben im Moment in einer sehr männlich dominierten Gesellschaft. Also alles geht nach außen, die Spirale, die geht nach außen. Die muss größer werden, mehr werden, lauter werden, wichtiger werden, einfach patriarchale Strukturen. Ich bin aber mit Männlichkeit nichts zu tun. Wenn man es aus der energetischen Lehre sieht, da kann ich ja ganz lange viel drüber reden, und habe ja schon, ich vereinfache es jetzt ganz und wir können uns gerne drüber unterhalten. Und ich war gerade dabei zu sagen, und es fehlt sehr stark diese nach innen gekehrte Energie, eher dieses Weibliche. Es geht aber jetzt schon darum, dass wir etwas Gemeinsames gebären sollen und zur Welt bringen sollen. Und das wissen wir alle, dass das nicht mehr so ausschaut wie vorher. Wir sprechen viel von, in diesen Kreisen aber auch von Dimensionen. Dazu gibt es einen super Beitrag von Professor Harald Lesch, Astrophysiker auf Bayern Alpha, der da sagt, man kann ihm Fragen stellen für eine Sendung und er sagt da,
es nervt mich so. Die Frage war, gibt es mehr als vier Dimensionen? Und er sagt, ja, es muss mehr als vier Dimensionen geben, obwohl wir nicht wissen, wo die sein sollen. Aber damit das Spiel so funktioniert, wie es funktioniert, sprich so 17, 18 Grundbausteine, dass die halt so zusammenwirken und sich die Welt so gestaltet, muss es mindestens 11 Dimensionen geben. Die alten Veden, sagt er dann, die beschreiben 20 Dimensionen völlig detailliert. Und das Besondere daran ist, es hat alles etwas zu tun mit Stimmwerk, mit Innenschau und mit dem Fokus ablenken von dem, was außen ist, nach innen. Dann gehen wir durch verschiedene Prozesse. Ja, Methoden gibt es viele, das wissen wir, in vielen Kulturen. Und es geht sehr wohl eben auch um eine Begegnung des Männlichen mit dem Weiblichen auf einer völlig neuen Ebene. Wie es genau geht, gibt es auch viele kleine Leute, die da gerade voll schöne Sachen machen, interessante Sachen machen. Ich würde halt einfach gern, weil ich das sehr gern tue, ich arbeite viel mit Klienten, die vom Arzt kommen, auf diese austherapiert sind, wo der Arzt sagt, boah, ich kann leider nichts mehr für sie tun, 3 Wochen oder 3 Monate oder wie auch immer, und viele machen sich dann auf den Weg, geben auch viel Geld aus, sie sind nur bei einem Riesenmarkt, wo man sie hat, und machen sich auf den Weg, und ganz vielen hilft bei dem Außen gar nichts mehr. Und ich sehe auch unsere Kultur so, dass es so kurz vor dem Kollaps ist, wir wissen auch, die Bois-Einheiten sind so angestiegen in den letzten paar Wochen, das kann nur vielleicht der Torus runterkommen, um sich erneut zu begegnen und in ein neues Feld zu gehen. Wir nehmen Informationszeitalter, Informationsmedizin, Frequenzen. Da können wir nicht aus. Und da können wir vielleicht heute einfach uns einmal drauf einschwingen. Ich möchte was machen, was mir sehr gut gefällt, einfach was Spielerisches. Weil wenn wir Ubuntu leben, dann habe ich was ganz Wichtiges gemacht. Und wir arbeiten nur 3 Stunden in der Woche, dann haben wir Zeit zum Spielen, für Kunst, Kultur, für Ruhe, für Meditation, für Musik, für Filme machen. Ich habe auch gleich einmal da zusammengekannt, so wie ich kam, und habe das halbwegs irgendwie schön gestaltet. Wir würden unsere Häuser anders machen, die Autos waren bunt. Es wäre einfach eine ganz andere Vorgetreten. Und weil wir Großen so wenig haben, spiele ich eine Runde mit euch. Weil wenn wir Kinder wären, Kinder von 0 bis 99, da fallen wir einfach drunter. Ja, Gerhard, du auch. Ich wollte gerade sagen, meine Frau sagt sowieso, ich bin ein Kind. Das ist ich stehe voll damit überein. Ja, wir. Also, ja, wir wissen das. Und wenn Kinder beisammen sitzen, die hätten schon lange gesagt, was spielen wir denn heute? Und das machen wir jetzt. Ich bitte euch ein Spiel an, das muss ja jeder mitspielen. Es ist einfach so Selbstbedienungslernen, man muss nicht alles nehmen, was daherkommt. Blöderweise tut man es oft, wenn man glaubt, das ist gut und gescheit. Ich gehe mit so manchen Künstlern hinter die Bühne und kenne diese Aufregung, was da jetzt kommt, wenn man rausgeht. Und vielleicht kennt es der eine oder andere auch von euch. Und wir kennen alle, was wir alle kennen, ist die Bühne des Lebens. Und vielleicht hat irgendwer von euch Star Wars gesehen, ich glaube in Star Wars kommt es vor, wo die Königin Amidala vor den Kongress tritt und eine Rede hält. Und die ist da auch so angezogen. Ich habe die Bücher gesehen, nur zu den Kostümen von Star Wars, da haben sie die Regisseure und alle die Massenbilder genau überlegt, wie stellt man diesen Archetypus dar, diese Kraft. Wie zeigt sich die, was macht die? Und man hat sich jetzt überlegt, sie hat jetzt einen ganz besonderen Auftritt. Und zwar auf der Bühne des Lebens. Und draußen das Publikum sind alle Wesen des Universums. Alle. Die, die wir uns vorstellen können, und die anderen. Alle. Und sie sind uns alle wohlgesonnen. Sie kommen, weil sie sehen, wohin, was machst du heraus dir? Und es ist so, wie wenn man die kleinen Kinder zuschaut, mein Gott, da ist die Tür, jetzt haut sie der jetzt wieder an, kratzt er die Kurven nicht, haut sie wieder an. Als Elternteil freut man sich, wenn er
kannst dir jetzt überlegen, es stehen alle Wesen zur Verfügung und diese Wesen sind spezielle Kräfte. Das Wesen der Ungeduld, das Wesen der Geduld, das Wesen der Fülle, das Wesen der Anerkennung, das Wesen des Reichtums, das Wesen, was euch ja immer einfällt. Einfach Kräfte. Ja? Jedes Wesen verkörpert eine Kraft, eine Fähigkeit, einfach eine archetypische Kraft. Und du kannst jetzt gut überlegen, wenn du da hinausgehst, kannst du eins oder ein Wesen herausbitten, und zwar, wie der Arzt meistens sagt, was fehlt dir? Was fehlt dir im Leben? Wir sprechen unbedingt von Fülle bei Ubuntu. Gelebte Fülle. Und ständig kommen wir aus diesem Mangelthema. Irgendwas fehlt uns immer. Einmal ist es die Geduld, einmal ist es die Antriebskraft, die Motivation, einmal ist es die Kraft der Aussöhnung, der Vergebung, dann Zielgerichtetheit, was auch immer dir fehlt. Oder du glaubst, dass es dir fehlt. Lade diese Kraft ein und wir sind immer nur beim Spülen. Es darf ruhig, man darf da ruhig lächeln dabei. Also es ist, wenn man sich sowas vorstellt. Und du betrittst jetzt einfach die Bühne des Lebens. Ich bin da irgendwo seitlich und du bittest diese Kraft zu dir auf die Bühne. Und beobachtest einfach einmal, wie zeigt sich diese Kraft. Einfach ist es eine große, eine kleine, eine schildernde, eine schlichte Erscheinung. Wie zeigt sich diese Kraft? Und die Kraft stellt sich einfach zu dir. Und sie macht was ganz was Wichtiges, was wir in dieser Gesellschaft kaum machen. Sie berührt dich an irgendeiner Stelle, schreibt dir. Und sie berührt. Ja. Und die natürlich sowieso. Und unsere liebe Elfriede auch. Und alle. Und man kann sie auch mal selber berühren. Das war jetzt der Aufforderung, der Änderung. Das kann man auch nicht. Einfach. Sie nimmt Kontakt auf mit dir. Und wir tun das selten, dass wir uns berühren. Wir warten immer, dass sie einen anderen tut, aber man kann auch sie einfach mal selber berühren. An irgendeiner Stelle. Das muss nicht plakativ immer was ist, wenn es kann einfach nur sein. Da gibt es diese Kontaktaufnahme. Und dann ist es so, wenn wir den Dalai Lama zu Besuch einladen, dann macht man nämlich die Haustür auf, sagen, hast du ein Geschenk für mich, danke, nehmen wir das und sagen auf Wiederschauen. Also ich glaube nicht, dass man das darf. Jetzt ist es bei diesen Coaching-Kursen, bei diesen Selbsterfahrungsseminaren so sehr oft so, dass das so Seminarhüpfer sind und da ist momentan alles gut und rosarot. Ubuntu gelebt, wir lieben uns alle. Na, da stört mir ja gar nichts und dann geht man heim und dann ist es wieder das Gleiche. Weil man wieder die alte Rolle schlüpft. Und stell dir jetzt vor, dieses Wesen bleibt jetzt mindestens für 10 Tage bei dir. Und du hast Besuch. Wenn man Besuch hat, tut man anders. Ich weiß das, jetzt ist gerade der Kevin bei uns. Es ist einfach anders. Wir freuen uns voll, es ist anders. Man zeigt denen die schönen Plätze, war man schon. Man kocht anders, es ist ein anderer Tagesablauf. Und stell dir vor, es ist dieses Wesen mit dir zu Gast. Und es gibt dir seine Kraft. Und jetzt stell dir vor, du gehst jetzt einfach einmal durch die Welt mit diesem unsichtbaren Wesen. Es ist meistens umgekehrt. Man geht zum Therapeuten, weil man unsichtbaren Freund hat und geht ohne wieder heim. Weil hier ist halt so, wir haben vorher, die meisten haben noch keinen gehabt, aber doch hat man. Aber stell dir vor, was es ändert, wenn du auf die Bank gehst. Oder zu deiner Familie oder wo auch immer hin und du hast dieses Wesen mit dir. Und dieses Wesen verleiht dir seine Kraft. Und dann lieber mal wahr, wo spürst du diese Kraft im Körper? Und wie fühlt sie das an? Klarheit wird sie anders anfühlen wie Geborgenheit. Leichtigkeit fühlt sie anders an wie Schwere. Und das kannst du im Körper einfach absprechen. Da ist auch Aktion, bitte lächeln. An der Stelle darf man immer noch lächeln. Es fühlt sich gut an, wenn diese verlorenen Aspekte wieder erinnert werden und integriert werden. Und darum geht es auch in Ubuntu. Es ist alles da.
hält man dann aus, man kann jetzt einfach nur mal lächeln. Instrumente in die Hand bekommen, wie wir mit Banken umgehen, wie wir mit Institutionen umgehen, vor allem aber mit uns selbst. Wir reden immer nur von außen. Mit dem Chef, der blöd ist, der eine Gehaltserhöhung gibt, mit warum das System so bescheuert ist, warum alle Schulmeister sind und da können wir stundenlang nutzen, das bringt uns nichts. Das bringt auch was an der einen oder anderen Stelle. Aber die Frage ist, was ist meins, was will ich? Und das ist einfach meine Einladung an Ubuntu und ich kann das Buch wirklich nur jedem empfehlen. Die haben sich für jedes Thema, es ist alles fertig vorbereitet, man kann wählen. Ah, da gibt es das, das, das. Für Straßenbau genauso wie für Kinder, für Schulen, für Ernährung, für Gesundheitssystem, für Forschung, für freie Energie, für politisches System. Die haben nichts auslassen. Also ich habe nichts entdeckt. Und ich freue mich schon recht, wenn es rauskommt und kann euch das einfach nur nahelegen, weil es doch ein Anpfeffer ist. Und möchte es heute einfach so. In deutscher Übersetzung? In deutscher Übersetzung. Und wenn es bei den letzten 300 Seiten einen Fehler findet, dann habe ich drüber gelesen. Ja? Ich darf das dort beschweren. Kannst du behalten? Ja, genau. Nimm es. Ich möchte so. Ich habe ein Papier, was man irgendeinen anderen zeigen kann, für das steht Ubuntu. Nein, ich meine, es sind nicht die langen Statuten. Aber was gibt es, kann ich schon sagen. Wir haben so einen super gerade Kameramann, der Kevin. Wir arbeiten gerade am. Es gibt es leider schon, ja. Also für so kleine Folder, ja. Mit drei, vier Seiten, ja. Und wie wer erwartet, dass man den Gerät hat? Das, könnte der das gerne auch vielleicht wissen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Der ist schon heimgegangen. Der ist schon heimgegangen. Okay. Genau. Müssen wir uns darum kümmern, dass es auf der Internetseite bekannt geben wird. Und die führt im Moment gerade Franz und Franz ist nicht, also Franz Hörmann und der ist nicht gerade so sehr Internetseiten-Spezialist. Also, der ist doch Informatik. Ja, klar, aber er wohl Spezialist, er hat einfach nicht die Zeit dazu.
Das müsste wahrscheinlich jemand abnehmen. Andreas, es gibt noch was. Es wird der mobile Aufwachraum dort vorbereitet in sehr vielen Bereichen. Was ist der mobile Aufwachraum war die Idee, dass ich gesagt habe, ich war auf 10 Kongressen und habe überall die gleichen Leute getroffen. Und immer Frontalvorträge 10 hintereinander, holt nicht jeder aus, hat nicht jeder das Geld, kann nicht jeder anreisen, man trifft immer die gleichen Freaks. Irgendwie, ja, die eher informierten. Und ich möchte gern Meier Mitzi und Huba Otto erreichen, also ja. Alle. Und vor allem doch zu den Leuten. Und es muss ein Kunstprojekt, war meine Ursprungsidee sein, wo man keine Filme herzeigt, was Evolution wirklich war. Eine Lesung vom Infomani von Franz Hörmann, der Freeman kommt, der Andreas macht was, ganz viel. Und wo man es für, meine, das ist, war so super, es war einfach so ein informatives Kunstprojekt. Und man hat. Man kriegt die Curtis Notice mit, man kriegt die Freeman-Erklärung mit, beim Kevin gibt es einen Kurs dann mit Infomani, was man da, die Jugend, die nutzen schon ganz andere Medien und ganz andere Möglichkeiten. Und das war das Erste. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir machen einen Film, weil die Themen, die jetzt gerade wirklich im Raum sind, die der Harvey Freeman auch aufgreift und der Franz Hörmann, die sind heikel. Die Themen der freien Energie und der revolutionären neuen Medizin ebenso. Ich weiß einfach, es ist alles verschwunden, was ich gesehen habe die letzten 10 Jahre. Alle Technologien, wo ich mir gedacht habe, die müssen alle einen Preis haben, die sind alle verschwunden. Dann haben wir gesagt, machen wir einfach einen Film. Jetzt fragen wir gerade noch, wer macht denn genau. Jetzt kommen mit vielen Fragen dafür, habe ich einfach schon dabei. Und dann möchte man gerne auf Tour gehen und einfach rausfahren. Und die Leute informieren und in jedes Dorf und das können große und kleine Veranstaltungen sein. Einmal nur mit dem Kunstprojekt, einmal wo einer von uns vor Ort ist oder alle. Ihr könnt uns voll unterstützen. Wir brauchen gerade alles und ich sage es ganz ehrlich, in der nächsten Zeit brauchen wir auch weniger Geld. Es ist, wir wollten zuerst ein großes Crowdfunding machen. Wir brauchen auch nicht die Welt, aber ein bisschen was brauchen wir einfach für Internetseiten und für, dass der Kevin einmal was für die Kamera kaufen kann. Und wir kriegen nächste Woche ein Bankkonto. Ganz einfach. Wir machen kein großes Crowdfunding, ist das Erste für einen Film dann wahrscheinlich. Bitte? Wir, der mobile Aufwachraum, bin ich, ist der Franz Hörmann, ist der Freeman, ist der Andreas Körber, der Kevin und die Sonja Hohleitner. Okay? Und Jackie. Bitte? Jackie und Joe. Und die Jackie. Und ja, der Freeman. Die Lebensgefährtin von dem von Freeman. Schon Kreise. Genau. Also vielleicht hätte ich jeder den Freeman. Kennt ihr den Freeman? Jeder? Oder nicht? Doch. Joe Kreise. Joe Kreise ist der selbstermächtigte Freeman, der erste sozusagen. Und er hat sich einen Staatsbürger abgelegt. Genau. Der hat sich von den Statuten gelöst und hat gesagt, ich bin. Aber es gibt schon mehrere, oder? Ja. Also auf der Party, die letzte, vor zwei Wochen bei denen am Wochenende stattgefunden hat, bei Joe und bei der Jacqueline, waren ungefähr 120 Leute. Und davon möchte ich mal sagen, waren bestimmt schon mindestens die Hälfte genau auf dem Weg. So nach dem Motto, stellt euch vor, es gibt Österreich, aber keiner ist mehr mitgeht oder so. Ja, genau. Genau. Keiner ist mehr Sklave von Österreich sozusagen. Und wo wir auch machen, es wird einfach Instrumente in die Hand geben, dass es uns mal den Weg gibt. Zum Beispiel haben wir eine weitere Unterwährung von wertevoll Leben. Es ist nicht eher so ein radikaler wie der Film, wenn er sagt, boah, da bin ich ganz heftig und ich bin informiert. Ich möchte dort anfangen, da anfangen. Einfach ein Buffet an vielen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung. Darum geht es. Und es soll für jeden leistbar sein, machbar sein und erheben. Erheben, lustig und Leichtigkeit, dass es rausgeht und sie denkt, was eben ist das? Das wäre eigentlich auch gut. Und das war's für heute. Danke. Das ist jetzt nicht doch länger geworden und ich gebe jetzt gleich nochmal. Ja, ich habe jetzt mit dem Gerhard gerade kommuniziert und wir machen das nächste Mal. Denn wir brauchen mindestens eine Stunde. Ja. Und das ist jetzt und die Uhrzeit nicht mehr gut möglich. Ja. Okay. Wir machen es das nächste Mal beim nächsten Ubuntu-Treffen. Also Wiederring jetzt. Ja. Und da machen wir den Anfang. Okay. Wenn dann alle frisch sind, das ist wie jetzt dann nur noch mehr zumuten. Ja. Okay. Ja. Und die Uhrzeit. Ja. Für dich so.
mein Name ist Jena Fleißbart, ja. Ich bin Weinbauer aus Leobersdorf. Und Günter Unger hat mich gefunden und wir haben uns gefunden. Und ich bin auf einen Film gekommen, der schon relativ alt ist, 7 bis 8 Jahre. Der Film heißt Humus. Und da geht es eigentlich. Humus. 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 Der ORF hat die Rechte auf diesen Film. Arte wollte ihn ausstrahlen und sie konnten nicht. Sie haben den Film nicht hergegeben. Und deswegen wollte ich das gleich ansprechen. Ihr macht einen Film, ich bin mir sicher, dass dieser Film Weltspitze werden wird. Und wenn man diesen Film wieder irgendwie im Fernsehen eine bringen will und irgendwer bekommt die Rechte, dann kann wieder sowas passieren. Ja? Deswegen Open Source. Also eben. Und wenn ihr da herumfahrt, in deinem mobilen Aufwachraum, dann das gleich so zur Verfügung stellen und gleich für alle Leute, die was dann dort in zum Beispiel an Ort hinkommen, gleich voraussagen, bitte nehmt euch alle einen USB-Stick mit, damit ihr alle diesen Film nehmen könnt. Ja? Und für die älteren Menschen, die was mit dem Computer weniger zu tun haben, CDs brennen. Ja? Vorher schon irgendwie die Möglichkeit über die Gemeinden. Ja? Am besten Videokassetten noch. Es gibt so viele Bürgermeister und Gemeindevertreter, die was ein offenes Herz für solche Dinge haben, nur sie können es nicht umsetzen und sie wissen nicht wie und was. Sie wissen nicht, weil sie sind so in diesem System gefangen, in dem, wie können wir die Leute, sie wollen ja eh was machen, nur sie wissen nicht, wo sollen sie das Geld hernehmen. Ja? Deswegen wollte ich nur einfach sagen, Open Source für alle und so einfach und schnell wie möglich. Es gibt ja so viele technische Möglichkeiten heutzutage. Zuerst habe ich mitgekriegt, da hat man nicht einmal mehr ein Mikrofon braucht und man hat trotzdem alle gehört. Also das ist für mich Neuland. Ja. Und das kostet sicher nicht viel und es gibt sicher viel Dinge, wo man einfach ganz schnell und einfach Informationen verbreiten kann für alle Leute, aber nicht so stark über das Internet, sondern mehr über USB-Sticks und über Dinge, wo die Leute es sofort nehmen können, ohne dass es verfälscht wird. Ja. Das wollte ich sagen. Ja. Wer Interesse hat, noch eintragen. So, das in der Kürze.
Und wann ist es? Das, den Termin generieren wir dann in der nächsten, okay, nächste Woche. Deutsch. Wie OPPT? OPPT.
Also ist Doppelpunkt, also erst. Ja, genau. So einfach machen wir es. Genau. Und zwar ist das übersetzt The One People Public Trust. Genau. Ihr könnt jetzt schon einen super Vortrag hören von der Gudrun Knorrig. Oh, ja. Stimmt. Staaten sind zwangsvollstreckt. Ja, genau. Heißt es. Genau, das hat sie auf der Mahnwache in Wien vor 2 Wochen, glaube ich. Da hat sie es gemacht und vorher waren wir in der Nähe von Wien da bei den regionalen Freunden. Bei der Mahnwache sind es ja nur 18 Minuten. Genau, das ist kürzer. Ja, aber trotzdem hat sie das, glaube ich, erstaunlich schön auch zusammengefasst. Ja. 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 Machst du ein Lied? Ja, ich mach noch ein Lied. Liedchen. Tschüss. Wie spät ist das eigentlich? Hat jemand Geburtstag? Ja. So zeitlos. 17 nach 10. Gut, und ihr seht alle so aus, wenn ich es mal so sagen darf. Als hättet ihr noch ganz viel Zeit und wollt ihr am liebsten noch was machen, oder? Wollt ihr noch was machen? Oder wollt ihr auch bald nach Hause? Wollen wir das hier gleich beenden? Nach Hause. Das wird unterschiedlich sein. Ja, aber es gibt ja immer so ein bisschen so einen Grundkonsens, so einen O-Ton in der Luft. Ne? Ich kenne den nicht, aber ich kann für mich sprechen. Ich möchte gerne nach Hause gehen. Ja, das ist das Wunder. Dann mache ich jetzt einfach die. Schau ich mal, was ich jetzt mache.
ganz groß, aber auch ganz klein und zart und leise. Die weibliche und männliche Energie mit ein bisschen Disharmonie. Manchmal noch in den Knochen sitzt, bis auf die Zellebene. Aber das darf nun auch sein, ein bisschen Disharmonie, denn das gehört mit zu selbst. Ermächtigung, denn wirklich Fehler gibt's nicht, genauso wenig wie Materie. Der liebe Matthias hat uns vorhin schon davon berichtet, und jeder von uns hat's gespürt. Auf physikalischer Grundlage ist es wahr, aber auch im Herzen, tief im Gefühl. Einfach zu sein. Ciao.